die ganz pünktlich sind, die werden belohnt mit zwei Anekdoten. Das habe ich selbst in Brasilien habe ich die Leute zum rechtzeitigen Erscheinen gekriegt, indem ich immer Zen-Stories erzählt habe, wenn das Seminar begann. Und dann wollten die nicht verpassen. Und dann sind sie auch tatsächlich gekommen. Heute keine Zen-Stories, sondern zwei Geschichten von Milton Erickson, mein anderer großer Lehrer. Ich war eine Woche bei ihm 1979 im brütend heißen Phoenix, Arizona. Und er hat mein ganzes Berufsleben geprägt durch die Welt, die ich durch ihn kennenlernen konnte. Das hat er dort nicht erzählt, aber eine Geschichte wird von ihm erzählt. Er war ja ein Antidogmatiker und war einer, den haben therapeutische Regeln nicht interessiert, sondern Wirksamkeit. Und wenn sein musste, ging der auch mit seinen Patienten in ein Restaurant, wenn dort das Problem auftrat und hat die Intervention dann dort gemacht. Und Erickson deswegen war er auch gegen TA, ich habe das mal versucht, aber so wie er TA kannte, fand er das nicht gut. Es war allerdings eine Zeit in Amerika, wo auch sehr viel schematisch, auch in der Psychoanalyse abgehandelt wurde, sehr viel Party-Talk-mäßig. Und von ihm wird gesagt, dass er also noch in Michigan gelehrt hat, hat er seine Schüler mit vors Haus genommen und hat ihnen einen Bergkamm, Hügelkamm gegenüber gezeigt. Und er sagt, guckt euch das mal an. Weil der Wind normalerweise von links kommt, sind all die Bäume, die ihr auf dem Hügelkamm seht, ganz leicht nach rechts gebeugt. Bis auf den einen. Und das kann dein Klient sein. Und durch diesen Schock kam aus dem kühlen Deutschland ins brütend heiße Phoenix. Erickson hat so in einem Hinterhaus seines Privathauses gelehrt. Da war dann eine Szenerie aufgebaut, ähnlich wie hier, mehr wohnstubenmäßig. Und es lief eine Videoaufnahme, dazu gibt es auch heute ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Meine Stimme begleitet dich überall hin. And my voice goes with you. Gibt es als Transkript auf Deutschland bearbeitet von Jeff Zeig. A Teaching Seminar with Milton Erickson. Das ist eine Woche mit Erickson. Und ich kam da rein und wollte mich vorstellen, hatte aber niemanden interessiert, habe mich dann halt mal irgendwo hingesetzt. Und dann wurde Erickson im Rollstuhl reingefahren und er fing an, Stories zu erzählen. Und immer wenn man nachfragen wollte, um was zu klären, hat er einen angeguckt und hat gesagt, oh, this leads me to another story. Und dann hat er wieder eine Story erzählt, von der man das Gefühl hat, dass sie so richtig den Zusammenhang zur ersten nicht herstellt. Und wenn man dann um die Aufklärung der Differenz bat, ich war damals sehr begierig, Klarheit im Kopf zu haben, da war er sehr freundlich und gesagt, oh, this leads me to another story. Ja, und ich war frisch in der amerikanischen Sprache angekommen und nach etwa einem Dreivierteltag hörte ich nur, er hat ja halbe Lippenparalyse gehabt und nur noch ein halbes Diaphragm, wie heißt das, Zwerchfell. Und war von daher da objektiv auch nicht so leicht zu verstehen. Und irgendwann hörte ich nur noch. Rrr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 
Und dann habe ich gedacht, irgendwann, jetzt will ich auch noch mal wissen, was eigentlich an diesem ersten Tag gesprochen wurde. Und dann habe ich das Band rausgekramt, habe es in die Stereoanlage, da hatten wir noch keine Kinder, da hatte man an einem normalen Nachmittag für sowas Zeit. Und dann habe ich mir das angehört und dann dachte ich, oh, ich muss das falsche Band gegriffen haben. Denn das wusste ich alles, was ich hörte. Es war aber das richtige Band. Und jetzt rätsel ich heute noch, wer hat gehört und wer hat alles trotzdem aufgenommen. And this leads me to a guided imagery. So, wir machen jetzt so 20 Minuten oder sowas, eine kleine geleitete Fantasie. Ist ja unter vielen Namen bekannt. Wir wissen von Erikson, dass Störungen gut sind, weil die für einen Moment einen wecken und danach die Trance umso tiefer wird. Ist also eine Vertiefungstechnik. Man kann von daher nicht so arg viel falsch machen. Und das Wichtigste ist eh, dass man einfach will, dass es funktioniert. Dann wird sich der Organismus schon was einfallen lassen. Geleitete Fantasien gibt es natürlich unter vielen Namen, wie Traumreise oder alle möglichen Entspannungstechniken. Und jeder von euch tut das zuweilen in eigener Regie. Sei es beim Autofahren. Oder hier am See oder am Fluss, wo und ihr schaut auf die Strömung, das Licht spiegelt sich. Und irgendwie, nach einer Weile will man gar nichts Spezielles mehr fokussieren. Und natürlich verwende ich Techniken wie Verändern der Stimme und all so Sachen. Aber das kann jeder von euch. Weil wir alle verwenden diese Trance-Techniken mit uns selbst und mit anderen. Jetzt hört ihr vielleicht den Ventilator. Und der wird weiter seine Geräusche abgeben, so wie die Welt draußen weitergeht. Aber ihr müsst darauf gar nicht achten. Ihr könnt eure Aufmerksamkeit in eure eigenen Welten, in eure eigenen Befindlichkeiten und Erfahrungen gleiten lassen. Und auch da sind die Arten, wie man sich selbst in diese innere Orientierung begibt, so vielfältig, wie die Menschen nun mal sind. Und ich weiß nicht, ob du zum Beispiel schon Veränderungen in deinem Körper wahrnimmst, was bei manchen der Fall ist. Oder in deinem Atemmuster. Und ich weiß nicht, welche vergleichbaren Erfahrungen aus deinem Leben wach werden, dass du vielleicht mal mit Menschen an einem Feuer saßt und es war so eine wundersame Stimmung, die dann Bilder und Erinnerungen und Fantasien geweckt hat. Und vielleicht kennst du die Erfahrung, dass wenn man erstmal sich in diese Ebene begibt, das eine Bild das nächste nach sich zieht, wie es halt irgendwie sich zusammen einfinden will. Der Zusammenhang ist vielleicht eine kleine Geschichte, die euch erzählt werden soll. Und wir alle haben eine lange Geschichte von bedeutsamen Begegnungen und Gesprächen. Ich zum Beispiel, ich saß als Kind immer bei der Büglerin in unserer Schneiderei und sie erzählte mir sehr gerne Märchen.
Und irgendwann schaute sie mich an, war gerade 6 Jahre alt oder so, und fragte mich sehr ernsthaft, wie kann der liebe Gott das zulassen, dass so viele Menschen so viel Leid erfahren, wo er doch allmächtig ist? Natürlich wusste ich auf so eine tiefschürfende Frage nichts zu sagen, aber erst vor 3, 4 Jahren ist mir plötzlich ins Bewusstsein gekommen, da hat jemand mir zugetraut, zu so wesentlichen Dingen was sagen zu können. Und ich glaube, das hat eine Spur in mein Leben gelegt. Natürlich sind meine Geschichten ganz andere als deine Geschichten. Aber es könnte sein, dass du eine Qualität spürst, die auch bei dir Bilder und Gefühle und Erinnerungen wecken. Von solchen besonderen Begegnungsmomenten, die vielleicht zunächst überhaupt gar nicht spektakulär gewirkt haben. Oder vielleicht erinnerst du dich auch an Momente, in denen du plötzlich eine Idee hattest, was aus dir mal werden soll, wenn du groß bist. Ich weiß nicht, ob es einen Namen gekriegt hatte oder eher so ein Gefühl war. Ich weiß nicht, ob du das mit jemandem geteilt hast oder einfach nur bei dir behalten hast. Und ich weiß nicht, ob es einmal so war oder du vielleicht in späteren Zeiten neue und andere Ideen hattest, was aus dir mal werden soll, wenn du groß bist. Und als würden die Szenen deiner Lebensinszenierungen über die vielen Jahre im schnellen Durchlauf gescannt, gibt es welche, die für einen Moment aufscheinen, die vielleicht damit zu tun haben? Bei manchen Menschen sind es nicht ausgesprochene Szenen, sondern vielleicht auch einfach Worte oder Körperempfindungen oder Emotionen. Es gibt viele Schlüssel zur Erinnerung. Und wenn das eine oder andere Bild für einen Moment sichtbar wird, ist es in Ordnung, es festzuhalten. In moderner Computersprache würde man vielleicht sagen, dieses Bild in einem besonderen Ordner abzulegen und dann darf der Suchlauf wieder starten. Und vielleicht gibt es eine bestimmte Sparte von Erinnerungen und Bildern, die mit deiner beruflichen Laufbahn zu tun haben. Vielleicht sogar unter einem besonderen Gesichtspunkt der Begegnung mit
allem Möglichen unter dem Begriff Transaktionsanalyse. Und du kannst einfach Bilder, Erinnerungen und Worte nehmen, wie sie sich dir zeigen und einfach mal zusammenlegen. Es ist nicht so wichtig, gleich ein Ordnungsschema dafür zu finden. Ein kleines Kaleidoskop oder ein Mosaik von Bildern. Und es ist gut, zwischendrin mal einen Schritt zurückzutreten und mal drauf zu schauen, was sich da schon eingefunden hat. Und vielleicht gibt es Leerstellen, von denen du das Gefühl hast, da wäre gut, wenn sich noch was einfindet. Manchmal sind es einzelne Puzzles, die plötzlich das Bild drehen. Und im Moment ist noch nicht wichtig, dass du vieles findest. Die Suche darf im Hintergrund weiterlaufen. Vielleicht auf dem Weg nach Hause oder heute Nacht in einem Traum oder in einem Geistesblitz irgendwann. Kommen noch weitere Puzzlestücke dazu. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass auf einer Ebene die Dinge irgendwie nur begrenzt verständlich sind. Und auf einer anderen Ebene du doch ganz viel verstehst und es dir hilft, dein eigenes Puzzle neu zu sehen. Deswegen kannst du dir jetzt auch Zeit lassen, zurückzukommen in eine stärkere Orientierung nach außen und vielleicht hilft dir, dass du abgelegt hast oder sogar bewusst erinnerst, was dir alles begegnet ist. Und so wie jeder seinen ganz eigenen Stil hat, in solche inneren Orientierungen hineinzukommen, hat auch jede ihren ganz eigenen Stil, in eine Außenorientierung zurückzukommen. Und im Grunde spielt beides eh immer zusammen. Es ist uns nicht immer bewusst. Ja, einige von euch signalisieren durch Bewegung ihres Körpers, dass sie schon weitgehend zurück sind. Andere werden vielleicht feststellen, dass sich ihr Atemmuster wieder verändert. Ich habe natürlich meine Stimme angehoben, um dieses analoge Markieren auch durchzuhalten.
Und würde ich zwischendrin mal wieder. Aber das tue ich nicht. Ja, gebt euch 2x5 Minuten mit einer Nachbarin, einem Nachbarn, euch wechselseitig einfach nur ein bisschen zu erzählen von dem, was ihr in der letzten Phase erlebt habt, was ihr euch begegnet ist, von soweit es Inhalte sind, aber auch wie ihr den Prozess erlebt habt oder das Angeleitetsein. Nur ein bisschen erzählen. Keine analytischen Nachfragen, höchstens mal eine Verständnisnachfrage, wenn man kein inneres Bild kriegt von dem, was erzählt wurde. No analytic approach. Just joining. Natürlich fährt ich spannend, jetzt von allen was zu erfahren, aber wir können nur die Türchen aufmachen, im Adventskalender kurz reingucken und sie dann wieder zumachen und uns für später aufheben. Ich habe jetzt in der geleiteten Fantasie so auch ein kleines Potpourri gemacht von ganz verschiedenen Themen. Also frühere bedeutsame Erfahrungen, die Berufshaltungen und Beziehungen prägen. Das, was ich da erzählt hatte von unserer Büglerin, das ist eine authentische Geschichte. Das war tatsächlich so und ich habe das 65 Jahre lang nicht, war mir nicht klar, was da implizit drin war. Und doch war es doch in mir. Und dann habe ich auch mal noch so antönen lassen, eine Interviewtechnik, die ich sehr gut ausgebaut habe, sowohl in der Variante von Fragebögen wie auch von geleiteten Fantasien zum Thema, was sind eigentlich essentielle Qualitäten von Berufssituationen für mich? Was ist der Traum der Seele von Zutaten, die ich brauche, um im Beruf wesentlich zu sein? Und zwar jenseits der Sachfragen. Und da habe ich eine spezielle Technik entwickelt, das ist alles bei uns auf der Website. Mit Beispielen könnt ihr euch zu Gemüte führen. Also ich habe immer sehr viel mit inneren Bildern gearbeitet, sinnstiftende Hintergrundbilder, es gibt eine ganze Reihe von Vorträgen dazu. Und wenn es um die Frage von Deutungskompetenz geht bezüglich szenischer Bilder, da ist auch sehr viel in dem Traumbuch hinten drin. Gleichzeitig sollte es ein bisschen eine Vorbereitung sein auf die Persönlichkeitsmodelle, die jetzt kommen. Das Zusammenspiel von bewusst methodisch und unbewusst intuitiv, Vordergrund, Hintergrund. Ja, so ich mache jetzt hier weiter einen Durchlauf durch die Persönlichkeitsperspektiven. Ihr kennt ja von der TA, gibt es ja so ein paar Gütekriterien für eine gereifte Persönlichkeit, authentisch, autonom, was noch? Ich habe schon wieder vergessen, auf jeden Fall ein paar gute Sachen. Kann man ergänzen durch andere? Ich habe zum Beispiel im Zusammenspiel mit diesem Rollenmodell ein Gütekriterium aufgestellt. Eine reife Persönlichkeit meint einen Menschen, der vielfältige Rollen in verschiedenen Welten in eine gute Koexistenz bringt. Und ich habe zum Beispiel eine Gleichung, ich weiß nicht, ob ich die später noch drin habe, ich sage sie mal jetzt kurz, definiert, das gilt für Individuen wie für Organisationen. Gesundheit ist Integration mal Integrität. Integration heißt, sind die Dinge so organisiert, dass ich sie in ein Leben reinbringe. Manche Menschen machen im Prinzip bedeutsame Dinge, haben sie aber so schlecht organisiert, dass sie nie damit zurechtkommen. Also deren Engpass ist eigentlich die Fähigkeit, die Dinge richtig zu integrieren. Und es gibt andere, die sind bestens geordnet und es stimmt trotzdem nicht. Da fehlt die Integrität. Da ist das Wesentliche nicht genügend drin vertreten. Und beides zusammen ist multiplikativ verknüpft, wenn die Integrierbarkeit nicht stimmt, dann kann das im Wesentlichen richtig sein und trotzdem wird daraus kein richtiges Leben. Und wenn das Wesentliche nicht stimmt, dann kann es so gut organisiert sein, wie es mag.
Und das ist natürlich eine Unterscheidung, die sehr interessant ist beim Klienten oder bei einer Organisation. Stimmt es bei denen nicht in den Organisationsabläufen oder stimmt es bei denen nicht in ihrer Mission, in ihrem Verständnis, wozu dieses Business eigentlich unterwegs ist? Und das zieht wieder ganz andere Arten der Klärung der Unternehmens- oder Teampersönlichkeit oder der professionellen Persönlichkeit nach sich. Das hatten wir vorher schon mal. Natürlich geht es darum, dass Menschen einzigartig sind, aber dazu müssen sie nicht skurril sein. Sie können auch ihre Einzigartigkeit dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie eine gesellschaftlich relativ gut vereinbarte Rolle in ihrer ganz eigenen Weise spielen. Und es gibt Kellner und Busfahrer, die betörend ihre Seele zum Ausdruck bringen in der Art und Weise, wie das tun, obwohl die Rolle sehr klar ist. Ja? Also man muss nicht eine Extrawurst gebraten kriegen oder eine extra bunte Rolle haben, um sein Wesen zum Ausdruck zu bringen. Manchmal ist das auch der richtige Weg, aber ich achte eher darauf, dass die Menschen lernen, ihr Wesen in den Rollen, die auch sozial integrierbar sind, zum Ausdruck zu bringen und das nicht als zu schnöde zu erachten. Weil sonst schafft die Gesellschaft das nicht, diese ganzen Wesenheiten auch wirklich in einem von allen geteilten Zusammenspiel zu versammeln. Also ist auch wieder die Frage, was will man eigentlich erreichen durch Persönlichkeitsbildung? Was sind Gütemaßstäbe? Und dann etwas, was, obwohl die TA ja, ich würde mal sagen, hauptsächlich eine Schulungskultur ist, ne? Also TA ist fast immer mit Schulung von Menschen und Lernen verbunden, ist trotzdem Kompetenz in der Programmatik, was eine reife Persönlichkeit ausmacht, der TA bisher nicht vertreten. Du musst einfach auch was können, sonst nur gereinigt sein von biografischen Abfallprodukten macht dich nicht zu einem Könner. Wenn du eine bestimmte Rolle einnimmst, musst in einem Theaterstück, musst du das Theaterstück verstehen und du musst die Rolle, die du da drin spielen willst, im Prinzip lernen. Und dass du woanders gut spielen kannst, heißt nicht, dass du diese Rolle auch kannst, sondern das muss halt spezifisch gemacht werden. Also die ganze Frage, sind genügend Kompetenzen an Bord, ist eine ganz wichtige Frage und sehr oft werden Folgeprobleme von mangelnder Kompetenz therapiert oder beraten. Und da würde ich schon sagen, wenn wir TAler eigentlich Bildungsfachleute sind, sollten wir auch solche Gütekriterien ins Schaufenster stellen. Und natürlich, wie es hier steht, differenzieren nach Lebenswelten. Und das gilt jetzt zum Beispiel auch, haben wir schon darüber gesprochen, in den verschiedenen Praxisfeldern, dass man sich überlegt, dass es unterschiedliche Gütekriterien gibt. Und jemand, der ein guter Berater ist, der biografische Belastung aufarbeiten kann, ist deswegen noch lang kein guter Berater, der mit einem Kommunikationsteam in einem Unternehmen arbeiten kann. Und es ist immer die Gefahr, dass er mit denen etwas macht, was er halt kann, nämlich biografische Arbeit. Was aber vielleicht da überhaupt gar nicht, da kann man irgendwas machen, was bitzelt. Aber es ist nicht relevant. Und dazu haben wir uns eine Kompetenzformel ausgedacht. Professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz. Also ich muss die Rollen lernen. Führungskraft. Ich muss irgendeine Idee haben, was das sein soll. Aber ich muss auch den Kontext verstehen. Also jetzt in der Theatermetapher gesprochen, es ist schön, wenn ich den König spiele, aber der König in einem Märchen ist ein anderer König als King Lear in einem Shakespeare-Stück. Und wenn ich sage, König kann ich, habe ich schon beim Vorsprints gespielt, kann das zu Problemen führen. Also man muss das Stück verstehen, in dem man mitspielt und kann das nicht durch noch besseres Rollentraining ersetzen. Und oft kommen Menschen zu uns, die wollen zum Beispiel Coach-Ausbildung oder Seher-Ausbildung, die wollen eigentlich Rollentraining, persönliche Kompetenzstärkung,
Und wenn man dann näher nachfragt, das, weshalb sie nicht gut funktionieren, neben dem, dass sie Kompetenzstärkung immer brauchen können, also Rollenkompetenzstärkung, ist, dass sie ihr Feld, in dem sie arbeiten, nicht verstehen und es sie eigentlich auch gar nicht interessiert. Ja, und wenn mich nicht interessiert, wie ein Stück gemeint ist, dann kann ich im Prinzip eine Rolle durchaus König spielen, aber ich werde darin keinen guten König spielen können. Und es ist durch weiteren Schauspielunterricht auch nicht zu machen. Und das Dritte ist, es muss mir Sinn machen. Und zwar sowohl das Stück, der Kontext, als auch meine Rolle muss meine Seele irgendwann eine Resonanz erzeugen. Wir müssen zusammenpassen. Und das später kann man noch, wenn man Theatermetaphern näher machen, kann man fragen, und wenn es nicht passt, in welchen Dimensionen passt es eigentlich nicht? Liegt es daran, dass die Rolle nicht passt oder liegt es daran, dass große Theater mir nicht liegen? Oder liegt es daran, dass Regietheater mir nicht liegt, Improvisationstheater ja? Also da kommen ganz viele Dimensionen rein, die darüber entscheiden, ob ich kompetent sein kann. Und dann wird Kompetenz zunehmend zu einer Frage der Einpassung in Welten. Und das ist auch wieder multiplikativ verknüpft. Das heißt, ich kann noch so rollenkompetent sein, wenn ich den Kontext nicht verstehe. Also wenn dieser Faktor gegen Null geht, dann ist die Summe oder das Produkt dieser Gleichung Null. Oder ich habe zum Beispiel erlebt, ich kann Lehrtrainer und ich kann Teamberater. Aber Lehrtrainer habe ich einfach so viele Jahre gemacht, das war für mich fertig. Und Teamberater hat mich angeödet, diese Begeisterungsorgien, die nach einer Weile ins Leere laufen. Und obwohl ich rein kompetenzmäßig in beidem auf der Höhe war, wurde ich immer schlechter, weil es meiner Seele keinen Sinn mehr gemacht hat. Und manchmal ist es wichtiger, zum Beispiel einen Sinn in dem zu finden, als sich zu perfektionieren in bestimmten Kompetenzen. Und deswegen müssen wir aufpassen, zum Beispiel im TA-Training, wir haben ja jahrelang Transaktionen und Konfrontationen, diese Sachen geübt. Oder im NLP haben wir diese ganze Kommunikationsakrobatik von Channel und das alles geübt. Das ist schön, wenn man das kann, aber man hat nur ein Leben und man kann nicht alles lernen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich einen Kontext begreife, die Rolle stimmt und es mir Sinn macht, was ich mache, dann brauchen zwei Leute, auch wenn die in verschiedenen Kanälen unterwegs sind, keine Übersetzer. Die Seele übersetzt das dann schon. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Skillgläubigkeit verfallen, sondern dass es immer ein gutes Wechselspiel hat mit Passung, mit Verständnis des Zusammenhangs. Und dann gehören natürlich Rollen mit vielen Skills auch mit dazu. Und das zusammen macht die Kompetenz aus. Also ist Kompetenz keine Eigenschaft einer Person, sondern ihre Einpassung in Welten. Und das ist die konsequente Weiterführung dieses Rollenmodells. Dazu gibt es nachher noch eine Systemkompetenzformel, die habe ich jetzt nur, weil wir ja bei der Persönlichkeitsperspektive sind, erstmal außen vor gelassen. Die TA, das wisst ihr ja wahrscheinlich, hat begonnen mit Intuitionsstudien von Eric Byrne. Und die ersten Aufsätze sind ja alle über Intuition gewesen. Die Ego States kamen praktisch erst im zweiten Schwapp. Und da empfehle ich sehr dieses durch einige Aufsätze ergänzte Buch der frühen, da gab es von Paul McCormick ein herausgegebenes Buch der Burnschen Aufsätze zu Intuition. Also das ist spannend, der bringt dann auch den Zusammenhang zu primären Bildern, dann kommt wieder eine sehr archaische Psychoanalyse wieder mit rein. Aber trotzdem ist Intuition spannend und deswegen will ich jetzt einfach nochmal für die, die es nicht so kennen, mal ganz kurz da einen Blick reinwerfen. Gibt es auch eine ganze Reihe von Schriften bei uns dazu. Also Intuition ist blitzschnell und sie ist in der Lage, unabhängig von logischen Kategorien, ganz viele Eindrücke, Wirklichkeitsbilder aus ganz verschiedenen Sphären trotzdem zu einem Eindruck zusammenzubilden. Das kannst du in logisch, rationaler Weise gar nicht und schon gar nicht in der Geschwindigkeit tun. Das ist also eine hohe synthetisierende Funktion, die dir ein Urteil über Wirklichkeit, ein Wirklichkeitsbild
entwirft. Und wir sollten unterscheiden zwischen Intuition als der Funktion, ja, was ziehe ich eigentlich alles zusammen zu meinem schnellen und durchaus überzeugenden Bild, und gibt es da auch Probleme, dass ich in manchen Bereichen zum Beispiel blockiert bin, was mit reinzunehmen, was vielleicht mit reingehört. Also das Studium der Funktion der Intuition, das ist was anderes als Intuition, das sind die Ergebnisse, die in mir aufschauen. In mir entsteht jetzt so ein Bild, du als Schneewittchen, das ist das Ergebnis eines intuitiven Prozesses, in ein Bild gefasst. Während wenn ich sage, ich habe dir so zugehört und was war, welche Bilder waren zuerst und was ist mir da noch dazugekommen und habe ich mich frei gefühlt, darüber zu sprechen oder nicht zu sprechen, das alles sind die Vorgänge des intuitiven Prozesses und der damit verbundenen Kommunikation, und das sind zwei verschiedene Studienobjekte. Und Eric Byrne hat ja gesagt, alles kommt gleich. Und das Ergebnis von Intuition ist nicht in bewusster Sprache unbedingt kodiert. Ja, es ist manchmal in einer Bewegung, die sich in mir andeutet, steckt praktisch diese Intuition drin. Wenn ich aufmerksam bin, erlebe ich, welche Bewegungsimpuls ich habe. Ich weiß aber nicht, von welcher Intuition als Ergebnis das eigentlich erzählt. Also El Peso, kennt das noch jemand? Peso-Style Psychodrama, da haben wir das richtig studiert damals, dass man in einem Körper den unterdrückten Bewegungsimpuls lesen lernt und dann sich fragt, wovon erzählt dieser Impuls, der da unterdrückt wird. Und da brauchst du natürlich ganz viel Intuition. Du siehst jemanden sich bewegen und plötzlich entsteht in dir ein Bild, derjenige würde jetzt sich eigentlich zurück nach hinten werfen, aber er traut sich nicht, weil er meint, er muss präsent und bezogen bleiben. Und dann hast du natürlich einen wunderbaren Fokus, mit dem du Grundmodalitäten der Beziehungsgestaltung eines solchen Menschen untersuchen kannst. Von daher bedarf es eines eigenen Vorgangs, die Ausdrucksformen von Intuition, sowohl vom Prozess wie vom Ergebnis her, dialogfähig zu machen, in mir und zwischen uns. Deswegen sind eben geleitete Fantasien und die nachfolgenden Gespräche, und zwar sowohl über den Inhalt als auch über den Vorgang, ganz wichtige Schulungsmechanismen, um da eine Sprachfähigkeit, eine Dialogkulturfähigkeit der Intuition herzustellen. Und Intuitionen organisieren Erleben und Verhalten, und zwar passiert ohne Zwischenschaltung des Fronthirns meist. Und in der TA würde man sagen, dass es schon passiert ist, jetzt in einer vielleicht problematischen Weise, merke ich daran, dass ich plötzlich mitten in einem Spiel bin. Und irgendwann, ich habe mich schon organisiert, ich habe schon eine Spieleinleitung aufgenommen, das hat zu irgendetwas, wozu ich auch neige, gepasst. Und wir haben zusammen bereits eine Inszenierung begonnen, bis ich, hoffentlich als der Geschultere, merke, wir sind schon dabei. Und dann muss erstmal ich lernen, Abstand zu nehmen und das nicht blind mitzuspielen. Und das nächste ist, wie hole ich mich raus und wie lade ich den anderen aus dieser Wirklichkeit auch wieder hinaus. So kann man TA-Arbeit auch beschreiben. Ja, und dieses Erleben und Verhalten wird organisiert, ob man das merkt oder nicht. Und Byrne hat sich damals schon auf Aristoteles beziehend definiert, Intuition, der meint, ist das Ergebnis, ist ein Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch Kontakt erworben wird. Also ich brauche irgendeine Art Kontakt mit dem, worüber mein Wirklichkeitsbild entsteht. Und meist weiß ich gar nicht, zu welchem Bild ich gekommen bin. Ich kann nur, wenn ich lerne, mich und den anderen zu beobachten, rückzuschließen, was für Bilder wirken eigentlich in uns, dass wir das miteinander zu veranstalten versuchen. Aber das Was ist oft schwer beschreibbar und das Wie schon gleich gar nicht. Und ich glaube auch, dass Wie-Intuition funktioniert. Man gibt jetzt allerlei neurologische Theorien und Neurogebabbel ist jetzt Mode geworden, aber ich glaube nicht, dass wir eine Erklärung für sowas haben. Es reicht völlig, wenn wir das mit psychologischen Metaphern umschreiben.
Also, so gesehen wäre für mich eine pragmatische, also eine Hand, nicht eine wissenschaftliche im Sinne von, ich erkläre, was das ist. Pragmatisch heißt eine Beschreibung, was das bedeutet für Handlungssteuerung. Und eine solche Definition wäre dann ein Urteil über Wirklichkeit, ohne zu wissen, wie ich zu diesem Urteil eigentlich genau komme und meist auch ohne zu wissen, was eigentlich der Inhalt meines Urteils ist. Aber ich handle, als ob ich wüsste. Und dann, und das ist, wenn es in konstruktiven und kulturell akzeptierten Bahnen verläuft, ein unauffälliger Prozess und alle finden das natürlich. Wenn es ungut läuft oder wir in einer Kulturbegegnung mit anderen, die anders sich organisieren, läuft, dann merke ich plötzlich, hoppla, das ist so eine Selbstverständlichkeit, ist das alles gar nicht. Muss eigentlich auf den Prüfstand, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist der Hintergrund, dass ich mich so verhalte. Und dann fängt man an, intuitive Gewohnheiten zu hinterfragen. Und dann kommt man zu dem, was ich dann, ich weiß nicht, ob es schon der nächste Chart ist, doch, was ich dann geläuterte Intuition nenne. Ein klares Konzept, dass Intuition also jetzt nicht irgendeine mystische Urgewalt ist, die eigentlich Recht hat. Genauso wenig haben Träume eigentlich Recht. Du bist im Traum auch kein besserer Mensch als bei Tag. Und manchmal träumst du neurotischen Scheiß und manchmal träumst du tolle Sachen. Aber das Unterscheiden ist das Problem. Und das ist nicht viel anders als bei Tag. Alles im Traumbuch näher erläutert. Also Intuitionen können treffend oder falsch sein. Menschen, die gelernt haben, ihre Intuition als hochplausibel zu erleben, die tun sich schwer damit zu sagen, dass sie auch einfach Mist intuieren können. Und das sogar gewohnheitsmäßig. Und selbst wenn sie richtig sind, sie können bedeutsam oder irrelevant sein. Wenn ich gelernt habe, wie Byrne zum Beispiel das ja gelehrt hat, wenn man die untere Hälfte des Gesichtes studiert, und was damit passiert in der Beziehung, lernt man etwas sozusagen über die Triebkomponente der Bezogenheit. Während man die obere Gesichtshälfte sich anguckt, lernt man was über die bewusste Verwirklichungskomponente dieser Beziehung. Manchmal tut es, manchmal nicht, das ist meine Erfahrung. Interessanter Ansatz, aber nicht zu ernst nehmen. Aber manchmal ist es einfach nicht irrelevant. Ne? Wenn ich jetzt natürlich da der beste Rater wäre, was unsere Triebbeziehung im Hintergrund ist, ne? Primärimages, die frühen Aufsätze von Byrne, was soll ich denn machen, wenn ich einen Vorstand berate, der Schwierigkeiten hat bei einer Fusion mit einer anderen Gesellschaft, mit einem anderen Vorstand, soll ich dem sagen, zeigen Sie mal die Untergesichtshälfte von Ihrem Partner und dann gucken wir mal, was da miteinander schief läuft oder was. Es mag plausibel sein, aber es ist nicht relevant. Also wir müssen auch lernen, uns auf relevante Intuitionen zu schulen, aus der Vielzahl von Urteilsbildungen, die mit der Vielzahl von Wirklichkeiten, die dabei im Hintergrund aktiviert werden können, eine Rolle spielen. Also auch kompetente Intuition ist eine Kompetenzfrage und eine Übungsfrage. Und es ist wichtig, dass irrelevante Deutungen, die zu Rollen gehören, die ich im Moment gar nicht einnehmen darf und auch gar nicht will, dass die da nicht, weil ich das so schön kann, automatisch in den Vordergrund kommen und nicht das immer wegschieben muss. Also das wäre sehr unökonomisch. Ja, Intuitionen können professionell geschult sein oder irgendwie situativ, relativ zufällig, auch das muss man untersuchen. Und sie können gewohnheitsmäßig sein oder kreativ. Also kreativ im Sinne, sie können auf das Aktuelle wirklich in hohem Maße Bezug nehmen und nicht einfach ein, zwei Auslöser und ich intuiere dann, was ich immer intuiere an der Stelle. Spätestens wenn ihr allzeit und 10-mal am Tag das Gleiche intuiert und erzählt, merkt ihr, was das war, was das ganze Leben schon gewohnheitsmäßig, wenn auch nicht in dieser wiederholenden Penetranz euch und der Welt geboten habt. Leider kann man es da nicht mehr ändern, also wir müssen Formen finden, da früher dazu zu lernen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Intuition auch einfach Gewohnheiten sind, manchmal gute Angewohnheiten, manchmal schlechte Angewohnheiten, aber nicht immer, egal ob es das eine oder andere sind, den kreativen Neubezug auf aktuelle Wirklichkeit bieten, der an der Stelle eigentlich gebraucht wird. Deswegen braucht Intuition Schulung und Dialog. Also ganz wichtig, dass man nicht in eine wahrlich, ich sage euch, weil ich sehe das, Haltung verfällt und
Gurus, die, also es gibt Menschen, die sehen besondere Sachen, aber sie müssen dialogfähig damit werden. Und sagen, in mir entsteht folgendes Bild auf und lass uns mal gucken, ob man das hier brauchen kann, ob das überhaupt eine Ebene ist, mit der wir hier umgehen wollen oder nicht. Deswegen ist die Behandlung von Intuition ganz wichtig einzubinden, weil es da keine abschließenden Klärungen gibt, in einen ständigen, guten, wohlwollenden, aber kritischen Dialog. Byrne hat sich mit der Intuition so beschäftigt, dass er dieser Mentalität von damals folgend gesagt hat, wenn der Mensch von neurotischen Belastungen seiner Biografie gereinigt ist, dann funktioniert auch die Intuition gut, weil sie ursprünglich so was naturgemäß Weises hat. Das hat auch Erikson hat ein bisschen dieser Philosophie gehuldigt. Der hat ja immer so Metaphern gehabt, da ist ein Pferd und ein Reiter und irgendwann wird es eng und der Reiter stirbt und das Pferd findet trotzdem seinen Weg. Also so eine Verklärung einer natürlichen unconscious mind, einer Intuition. Ich halte das für eine Verklärung. Also sehr viele Pferde sind auch deswegen nicht gestorben, weil der Reiter eine Lösung hatte, auf die das Pferd nicht gekommen wäre. Aber, und das war für die Zeit völlig okay, weil Byrne sagte, wir müssen um unsere Intuition gut arbeiten lassen zu können, müssen wir uns unsere Begierden bewusst werden. Also fällt mir das jetzt ein, weil das für den Klienten gut ist, oder fällt mir das jetzt ein, weil damit ein Nachfolgeauftrag relativ gut zu akquirieren ist. Da, man kann sich so und so entscheiden. Byrne wollte nur, dass du weißt, was du tust. Also, und Menschen, mir persönlich geht es so, Menschen, bei denen ich erkenne, wo ihre Interessenlage und ihre Begierden sind und wie wir die einbinden können in ein gesundes Geben und Nehmen zwischen uns, die sind mir suspekt. Ich möchte gern, dass deren Interessen auf dem Tisch sind, dann können wir darüber verhandeln. Und dass Menschen Interessen und Begierden haben, ist für mich völlig okay. Und das andere waren Hemmnis für Intuition, unerkannte Tabus, Dinge, die man nicht sehen darf. Früher war es Sexualität, heute ist es, dass man über das Einkommen spricht. So wandeln die Zeiten. Also es ist ein Tabu, dass man viele Entscheidungen, etwa an Ausbildungsinstituten, ich erlebe es bei meiner Tochter gerade, die eine Psychotherapie-Zusatzausbildung macht, die fachlich begründet werden, die aber, wenn ich von außen drauf gucke, eindeutig etwas mit ihrer Gewinnoptimierungsstrategie zu tun haben. Und es ist aber ein Tabu, darüber zu reden. Und meine Tochter, an der Stelle folgt sie mir nach, hat natürlich gleich den Mund aufgerissen und hat dabei gedacht, so geläuterte Lehrer wie ich habe, werden die damit sicher verantwortungsvoll umgehen. Hat nicht so hundertprozentig geklappt. Das waren die beiden Haupthemmnisse, die Byrne gesehen hat bei der Intuition. Ich habe noch ein paar hinzugefügt. Das eine und das fast das Allerwichtigste sind unerkannte Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben einfach gelernt, Dinge in der einen oder anderen Weise zu sehen und sie waren wie eine Selbstverständlichkeit. Wir hatten nie eine Außenperspektive, um zu merken, dass das überhaupt eine Perspektive ist. Woher soll ein Fisch wissen, dass er im Wasser ist, wenn er nie wenigstens mal raushüpft und merkt, es gibt ja was anderes als Wasser. Und beim Wiedereintauchen zum ersten Mal gewusst hat, jetzt bin ich im Wasser. Davor war das keine Kategorie, weil Selbstverständlichkeit. Und je gefügter und traditioneller Kulturen sind, umso mehr unhinterfragte Selbstverständlichkeit fließen in alles ein. Das heißt, Kulturbegegnung und natürlich möglichst konstruktive Kulturbegegnung, dialogfähige Kulturbegegnung, ist ein ganz wichtiges, sei es verschiedener Rollen, sei es verschiedener Professionen, sei es verschiedener Praxisfelder, sei es verschiedener Nationalkulturen oder Ethnien, ist ein ganz wichtiges Mittel, dass man zu merkt, das geht auch ganz anders. Für mich war das eigentlich das Einzige und Selbstverständliche bisher. Und deswegen ist auch wichtig, dass eine Schule wie die Transaktionsanalyse nicht Monokulturen erzeugt, wo die Leute mittlerweile mit der Zeit zur Selbstverständlichkeit Dinge erheben, die aus anderer Berufsperspektive oder Fachperspektive selbstverständlich ganz anders angesehen und gelöst werden können.
Also Umgang mit unerkannten Gewohnheiten. Und dann habe ich noch ergänzt, da gibt es mehrere Aufsätze aus den frühen Jahren von mir dazu, die auch in den Büchern sind. Jung hat sich damals nur beschäftigt, Byrne, mit der Intuition dessen, was schon war. Also durch die Erfahrung, durch die Begegnung mit dem anderen habe ich eine Idee, und das machen wir uns, wenn wir biografisch arbeiten, ja sehr zunutze. Wir kriegen eine Idee über ein Alter, wir kriegen eine Idee über eine mögliche Situation und haben da manchmal eine unglaubliche Trefferwahrscheinlichkeit. Die jungsche Psychologie, die dreht ja die Blickrichtung oft um und sagt, lass uns Fantasien haben, worauf soll das denn zulaufen? Also die Intuition des Möglichen. Marie-Louise von Franz, eine große Jungschülerin, hat gesagt, ja, die Nase für das Mögliche. Und ich nenne das Ahnung. Ich finde, Intuition ist in dem Zusammenhang ein schwieriger Begriff. Also eine Ahnung. Und das heißt, nicht nur irgendwas Denkbares aufzählen können, sondern es gibt irgendeinen, das ist natürlich eine Hypothese, aber es gibt irgendeinen Sinn, der dir plötzlich eine Eingebung gibt, woraufhin soll, könnte das Ganze denn hinlaufen. Und ich glaube, dass Bindung an Klienten, die wir ja sehr oft einseitig der Einfühlung in ihre vorhandenen Emotionen und ihre vorhandene Entwicklung zuschreiben, für diese Bindung viel wichtiger ist, dass unsere Seele eine Ahnung hat, was aus diesem Menschen werden kann, in der sich dieser Mensch wiedererkennt. Und ein Arbeitsbündnis entsteht, lass uns einen Entwicklungsweg in die Verwirklichung solcher Ahnungen suchen und nur soweit unbedingt notwendig dabei nach hinten blicken. Das ist natürlich schwierig, weil das nicht objektivierbar ist, ne? Das heißt, du brauchst eine gute Dialogkultur und geschulte Intuitionen und deren gute Infragestellung, um mit solchen Instrumenten verantwortungsvoll arbeiten zu können. Da gibt es eine schöne Geschichte von James Hillman, der dieses Umdrehen dieser Perspektive so schön illustriert. Der sagt, es war irgendein berühmter Stierkämpfer, ein Spanischer, von dem gesagt wurde, dass er bis zum 10. Lebensjahr ein Mamakind war und immer nur an der Schürze von der Mama hing und sich in Schränken versteckt hat und so Sachen. Und dann gesagt, ja, der Psychoanalytiker weiß natürlich, der war eigentlich ein ängstlicher Mensch und er musste zur Überkompensation dieser Schwäche später macho-mäßig Stierkämpfer werden, sagte Hillman. Kann man so sehen, man kann es aber auch so sehen. Die Seele dieses Kindes ahnte, dass es mal Stierkämpfer werden muss. Und dann ist verständlich, dass es es damit nicht so eilig hatte. Ja, und auch muss klar sein, dass wie Kompetenz, Rollen und Kontext spezifisch ist, gehört natürlich auch die Intuition ist auch einfach die Fähigkeit, sich sinnvolle Wirklichkeitsbilder, die handlungssteuernd sind, zu schaffen, müssen natürlich dann auch kontext- und rollenspezifisch werden. Und weil Intuition ja normalerweise automatisch gesteuert wird, lerne ich durch Supervision, durch entsprechende Weiterbildungskulturen, dass wenn ich, sagen wir mal, in einer Supervisorenrolle bin, dass ich da andere Intuitionen habe, als wenn ich in der Partnerklärungsklientenrolle bin. Das heißt, dass die Selektion entsteht ja auch durch intuitiv wachgerufene Filter. Sowie auch die Wahl der Konzepte, die mir einfallen, nach denen ich jetzt arbeiten kann, ja auch intuitiv ausgewählt werden können. Ihr könnt die vielen Konzepte, die es zum Beispiel bei uns gibt und die noch viel mehr anderen, niemals alle parat haben. Sondern eure Intuition fischt praktisch automatisch aus diesem Riesenpool etwas, was eine Ähnlichkeit hat. Heute gibt es Resonanztheorien, die sagen, diese Dinge finden zueinander, weil sie Ähnlichkeiten haben und dadurch resonieren sie miteinander und können zu einem sinnvollen Gebilde über viele logische Kategorien hinweg zusammengezogen werden. Halte ich für ein sehr gutes Konzept. Ich habe jetzt in der geleiteten Fantasie euch auch angeboten, Dinge auf diese Weise zueinander finden zu lassen, ohne zu spezifizieren, was denn das Ähnlichkeitskriterium sein soll. Lediglich eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, in der ihr ein zu dieser Atmosphäre passendes Ähnlichkeitskriterium vielleicht selbst findet.
Ihr könnt es aber vielleicht nicht benennen. Und trotzdem macht das dann plötzlich Sinn, wie die Dinge zusammenfallen. Das kommt dann sehr nah an den Begriff von Jung über die Synchronizität. Das Prinzip des akkausalen Zusammenhangs zwischen physikalischen Zuständen und psychischen Zuständen. Also der Zusammenhang ist der Sinn, die Story, die damit erzählt werden kann. Und das ist ein gültiger, eigenständiger Zusammenhang. Auch wenn es in einem Sinne, in einem Weltbild von Ursache-Wirkung keinen Sinn macht. Das sind ganz verschiedene Kategorien. Die kann man nicht zusammenspannen, die haben ja gar keine Wirkung aufeinander. Ja, man hat auch lange gedacht, Körper und Seele hat keine Wirkung aufeinander. Mittlerweile ist man über die Epigenetik, hat man wenigstens neue Metaphern, wie man sich so eine Wirkung, und zwar eine sehr viel kürzere, als man sich früher hat vorstellen können, sehr wohl vorstellen kann. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass es Zusammenhänge gibt, für die wir einfach noch gar keine Modelle haben. Deswegen sind sie trotzdem nicht falsch. Also offen sein, aber auch kritisch. Das heißt, viel hochwertigen Dialog führen. Ja, und wieder, Dörn hat es ja eigentlich ursprünglich schon gesagt, Intuition basiert auf Wissen. Jemand, der nichts weiß, hat auch keine Intuition oder keine verwertbaren. Der hat einfach keine Ahnung. Er hat auch keine Ahnung in diesem Sinne Intuition des Möglichen. Wer sich mit einer Sache nicht richtig beschäftigt, in dem können sich, selbst wenn er im Prinzip eigentlich ein intuitiver, also ein ahnungsvoller Mensch ist, kann sich das in dem nicht so kristallisieren, dass man daraus was machen kann. Vielleicht taucht er dann in einer Gemäldesammlung der Menschen auf, die irgendwie was gespürt haben, wie Tiere ein Erdbeben vorausspüren, dass da was kommt, und haben es irgendwie zum Ausdruck gebracht. Das mag, also das sind Lebensformen, die ich respektiere, aber wir versuchen ja Kompetenzgemeinschaften aufzubauen, und dafür kann man das dann nicht hinreichend brauchen. Und das gilt jetzt auch für die größeren Zusammenhang wissenschaftliche Methodik, ich meine jetzt also das übliche wissenschaftliche Verständnis, sprich systematisches Experimentieren, systematisches Auswerten von Erfahrungen und Intuitionen, die einfach viel mehr Sinnräume eröffnen, müssen im Zusammenspiel gehandhabt werden. Und die einen, die sich nur auf das eine berufen, und die anderen, die sich nur aufs andere berufen, die sind einfach nur unterschiedlich dumm. Ja? Kann ich Intuition des Möglichen trainieren? Ja, also es gibt Möglichkeiten, indem du zum Beispiel in der Weiterbildungsgruppe, ihr fangt ein Stück, also, oder sagen wir mal, die Spieltheorie hat es ein bisschen sogar versucht, indem sie versucht hat, das Ende, also wenn das so weiterläuft, wo wird das enden? Wobei Byrne mit seiner Spielformel dann allerdings das theoretisch wieder zunichte gemacht hat, indem er gesagt hat, Con und Gimmick definiert eigentlich bereits das Ergebnis, und das andere ist, und das ist schon bekannt, es wird nur durch soziale Interaktion eine Zeit lang verdeckt, bis es sich dann offenbart. Aber ich glaube, es gibt viele Ideen, dass man einfach sagt, was haben die Menschen für ein Gespür für die Entwicklung des Marktes, für die Entwicklung der privaten Situation. Und dass man auch übt, wenn man im Kleinen Intuition hat, wie könnte das Wochenende werden? Dass man am Montag sich auch fragt, ist es eingetreten? Es gibt ja viele Menschen, die haben sehr intensive Intuition über das, was kommen wird, und sind total voll Angst und Sorge und irgendwas und merken nie, dass das gar nicht eintritt. Das kann aber sein, dass es Menschen mit starken Intuitionen des Möglichen sind, die aber nie gelernt haben, die zu reinigen und zu läutern. Und da muss man einfach eine Kultur entwickeln, in der das immer wieder von der Seite her angeguckt wird und guckt, gibt es da jetzt einen plausiblen Zusammenhang. Es gibt auf jeden Fall natürlich, da kommen wir nachher bei der jungschen Typenlehre noch kurz drauf, es gibt für diese Arten von Kompetenzen gibt es natürlich kein durcherklärbares Design oder Schulungsmöglichkeit, sondern das schaffst du nur, indem du eine gemeinsame Kultur aufbaust, in der alle dafür durchlässig sind und man
aufeinander Resonanz gibt. Dass zum Beispiel du merkst, da ist jemand, der hat in der Regel sehr gute Intuition, wo es hingeht. Und ich resoniere mit dem. Also muss auch in mir sowas sein. Und dann spannen wir uns mal zusammen. Oder wenn ich von dem träume, gehe ich mit dem Traum um. Aber es sind natürlich sehr indirekte Methoden. So, also Erfahrungen können, einfach wichtig. Und jetzt zum Abschluss dieses Teils eines der vielen Modelle. Das ist das Dialogmodell der Kommunikation, nennen wir das. Ach, das steht hier gar nicht. Ne? Okay. Und das soll den Zusammenhang zeigen, dass wenn zwei Individuen, durchaus aus Rollen, die sich an einer bewussten methodischen Oberfläche versuchen, eine Wirklichkeit zu kreieren, dass die gleichzeitig in sich, jeder für sich in sich reinhört, was konstelliert sich denn in mir noch, was vielleicht förderlich zu dem passt, was wir an der Oberfläche machen. Also da entsteht außerdem der Verabredung, die wir treffen, entsteht auch ein seelischer Kontrakt, wie wir das nennen am Institut, der das nachher trägt. Oder treffen wir eine Verabredung, die eigentlich gegen das Gefühl, das bleibt nicht beieinander, anarbeitet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sache nicht läuft, weil im Hintergrund Kräfte spielen, die, auch wenn du bewusst methodisch versuchst, eine bestimmte Wirklichkeit zu kreieren, dir erzählen, dass das noch lange nicht beieinander ist, bezüglich der Kräfte, die im Hintergrund miteinander abzuklären haben, ob das denn miteinander geht oder nicht geht. Und dieses Modell soll einfach sagen, dieses Zusammenspiel gibt es immer und dann gibt es jemanden, der geschulter ist, der kriegt sehr viel schneller mit, ob das auf all den Ebenen, die auch bei ihm im Hintergrund laufen, stimmt, meist in so einem Bauchgefühl. Und wenn das da nicht stimmt, haben sie sowohl die Freiheit, sich das klar zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn wir ganz zum Schluss kommen, zu Dilemma noch. Ihr merkt, die meisten Dilemmata merkt man erst, wenn man drin steckt. Und dann hat man in der Regel schon, hat man immer noch an der Oberfläche probiert und ich löse das Problem mit meinem Klienten doch noch. Hätte ich mich aber gefragt, was spürst du eigentlich im Untergrund, hätte ich gewusst, dass ich eigentlich nicht glaube, dass wir irgendwo hinkommen. Oder selbst wenn wir mit dem, was wir machen, wohin kommen, löst das das Problem nicht. Ich habe eigentlich immer gewusst, dass es nicht stimmt. Und je früher ich sowas wahrnehme, desto handlungsfähiger werde ich, weil ich die Spielräume noch nicht verbraucht habe. Und ich lerne auch beim anderen zu merken, ob das zusammenspielt oder nicht zusammenspielt. Und ich kann entweder das einfach berücksichtigen, in der Art, wie ich unsere Begegnung gestalte, oder wenn ich einen aufklärerischen Auftrag habe, den anderen auch darauf hinweisen, was für mich Zeichen sind oder dass in mir Bilder entstehen, das und ob er nicht nochmal nachgucken will, ob da in ihm alles einverstanden ist. Also zum Beispiel, ich merke es, dass wir ganz intensiv uns vereinbaren wollen, auf der anderen Seite zwei Geschäftsführer und hier ein Beratungsunternehmen. Und dass sie ihre ganze Energie darauf verwenden, mir zu versichern, dass wir beide beieinander sind. Und je mehr sie mir das versichern, desto mehr habe ich das Gefühl, oh, was ist mit ihrem zweiten Geschäftsführer? Und wollen sie nicht mal in sich reinspüren, wie sie das erleben, ob sie eine Chance sehen und ob nicht, je mehr wir beide uns einigen, sie eher befürchten, dass sie mit ihm noch mehr auseinanderkommen in einer Sache. Und wenn ja, wie sehen Sie das selbst? Ist das zum ersten Mal oder ist das chronisch? Wie läuft das normalerweise? Da kann man mit Arbeitsfiguren der Spieltheorie, Skripttheorie, aber auch Unternehmensentwicklungserfahrungen allgemeiner Art drangehen. Und dann kann man den anderen einladen, jetzt spüren wir mal dem nach. Und was haben Sie irgendeine Idee darüber, was mit dem geklärt werden müsste, dass eine Chance besteht, dass er sich da einschaltet in einer konstruktiven, komplementären Weise? Und dann wollen wir nicht erstmal den einbeziehen und gucken, ob das wirklich geht. Oder Sie versuchen das und berichten mir. So dass wir ernst genommen haben, dass da vielleicht etwas gar nicht die Voraussetzung bietet und die bewusst methodischen Anstrengungen eigentlich kompensatorische Anstrengungen sind für etwas, mit dem wir nicht umgehen mögen oder glauben, die Kompetenz nicht zu haben.
Und dann kann man eben einladen, ein vollständigeres Kommunikationsdesign zu entwickeln, bei denen die relevanten Hintergrundkräfte sind ja nicht alle relevant. Weil wenn der vor jemand Angst hat, der zum Beispiel keine Organisationsrolle hat, mit der er der Sache gefährden sein kann, ist es eine ganz andere Nummer, als wenn es der andere Geschäftsführer ist, der genauso viel Entscheidungsbefugnisse hat wie er selbst. Also auch da gibt es Irrationalitäten, das muss alles geklärt werden. Und dieses Modell soll einfach darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, in einen Kommunikationsmodus intern zu kommen. Das ist das, was wir in anderen Zusammenhängen dann auch soziale Diagnose nennen. Und in einen Kommunikationsmodus mit dem anderen zu kommen, sodass in einer guten Unternehmenskultur in der Regel hintergründige Strömungen und vordergründige Verabredungen zusammenspielen. Und dass man nicht versucht, durch vordergründige Regelungen Dinge zu reparieren, wo die hintergründigen Strömungen, die eigentlich nur kulturell zu regeln sind, nicht zusammenlaufen. Kann sehr, sehr viel Geld in der Unternehmensberatung ersparen zum Beispiel. Aber erfordert natürlich die Bereitschaft, über Kultur Unternehmensentwicklung zu betreiben. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber dass das jemand, der nicht weiß, was er davon zu erwarten hat, erstmal nicht interessant findet und eher an Konzerte denkt, wenn er das Wort Kultur hört, kann man verstehen. Man muss ihm das auch erklären können, warum das nicht, warum das kein nice to have ist, sondern wenn es darauf ankommt, elementar, dass ein Unternehmen in komplexen und unsicheren und ungeklärten Zeiten trotzdem Hand in Hand spielen kann, weil im Hintergrund die eine gemeinsame Kultur haben, dass die Ströme zueinander finden und es manchmal eine ganze Zeit dauert, dass sie an der Oberfläche merken, was sie eigentlich unterschwellig schon positiv geregelt haben. Also auch nicht nur diese pathologische Sicht. Sehr oft ist eigentlich was schon längst geregelt und man merkt es gar nicht und überorganisiert es dann auf der bewusst-methodischen Ebene, auch unökonomisch. Außerdem oft zerstörerisch wieder für das Vertrauen in die hintergründigen Kräfte. Gleichzeitig kann man auch nicht blauäugig sagen, als sagt, ja, das klärt sich bei uns hintergründig schon alles. Also immer Balance fragen. So, das war der Bereich persönlich, also nicht persönlich, kommen wir gleich zur Biografie, solche Dinge, aber das sind jetzt so ja, Perspektiven auf Intuition in der also auf Fragen der persönlichen Selbststeuerung und Persönlichkeitsverständnis. Gibt es einen Moment dazu? Fragen, Kommentare, Resonanz? Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich nenne es anders. Ich nenne es vordergründige und hintergründige Transaktionen. Weil die sind ja nicht verdeckt. Da ist ja kein Vorhang vor, sondern die sind einfach im Hintergrund. Also die hintergründigen Transaktionen werden dann auf diese Unternehmen unbewusst-intuitiv anzusiedeln. Ja. Sagt, wenn ihr. Also wenn man zum Beispiel zwei, die mal gut zusammen können, dann reißen die Bäume aus und manchmal verhaken sie sich und dann läuft gar nichts zwischen denen, dass man den fragt, wenn es beginnt hakelig zu werden, wie merkt es jeder an sich und wie merkt es jeder am anderen? Was sind die ersten kleinen Anzeichen? Und was tust du dann, wenn? Und du kannst dann zum Beispiel andere Kommunikationsgewohnheiten aktivieren, dass du sagst, in mir merke ich jetzt ein erstes Anzeichen, das. Wir hatten uns verabredet, dass ich es früh sage, wie ist es denn bei dir? Und dann sagt er, ja, nee, bei mir ist es eigentlich noch ganz unverfänglich. Er sagt, okay, lass uns mal noch eine Weile machen, wir beobachten es. Und dann verflüchtigt sich es wieder und sagt, ja, irgendwie haben wir es hingekriegt. Entweder war nichts oder wir haben es hingekriegt, jetzt wieder im Hintergrund zu glätten. Oder der andere sagt, oh, jetzt merke ich es auch. Und dann kann man sich rechtzeitig eine Analyse dessen machen, was wirkt da rein, gehört es hier rein, gehört es nicht hier rein.
sollten wir es lernen, gut draußen zu lassen, oder sollen wir lernen, es so einzubeziehen, weil es einen wichtigen Beitrag zu leisten hat? Ja. Ich beschäftige mich schon seit lange in diesen Gesundheitsbetrieben von der Fluktuation her. Ich bin so ein bisschen so personalentwicklungsmäßig unterwegs und ich habe mich gefragt, dieser Kontextkompetenz, wie wichtig die eigentlich ist und wie die im Zusammenspiel zum Beispiel mit Fluktuationen im Gesundheitswesen zustande kommt. Weil ich habe das einfach gemerkt, dass viele mit sehr viel Idealismus in diesen Beruf reingehen und dann gibt es so wie Enttäuschungen, weil einfach die Denkweise des Betriebes doch, oder die Kultur doch anders ist, oder? Das habe ich jetzt versucht irgendwie zu koppeln. Bin ich da auf dem richtigen Weg, oder? Ja, ja. Okay. Klar. Also dass jemand, wenn du diese Beobachtung öfter machst, dann kann man jetzt mal gucken. Kann sein, dass dort das Rollenverständnis in dieser Organisation, in diesem Kontext, mit den Restriktionen, dass die das einfach, die wissen gar nicht, was für einen Job sie antreten. Mhm. Und die leben einen Traum, der in dem Kontext nicht funktioniert und meinen dann, der böse Kontext hat sie im Stich gelassen. Das erlebe ich ständig. Gerade bei den Kadersystemen dann nachher. Mhm. Das war sehr okay. Oder es kann sein, die haben eigentlich sehr vernünftige, sehr verträgliche und sehr erläuterbare Träume, aber das System interessiert sich nicht dafür. Und dann hast du natürlich einen anderen Fall. Und dann ist es gut, dass sie relativ früh merken, die Passung stimmt nicht. Und wenn Passung kann auch gewonnen und verloren werden. Es kann sein, dass zum Beispiel durch eine Fusion eine neue Logik von Finanzsteuerung Einzug hält, dass die Passung zu Menschen, die für die Sache passioniert waren, verloren geht. Und dann sind die auch nicht mehr kompetent. Aber der Passungsverlust kommt eigentlich von Seiten der Organisationsentwicklung her und ist nicht durch Persönlichkeitsentwicklung zu kompensieren. Und das muss man natürlich unterscheiden. Ist es in Ordnung? Ihr merkt, dass ich halt in der Organisationswelt mittlerweile tätig bin. Fast alle Beispiele, die mir einfallen. Die da nicht arbeiten können, die in ihre Bereiche übersetzen die Beispiele. Zumindest gibt es keinen größeren Protest. Gut. So, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Es ist noch nicht ganz Halbzeit, aber es würde sich jetzt anbieten, mal eine Viertelstunde Pause zu machen. So. Ich werde jetzt sehen, dass ich so ein paar allgemeinere Erwägungen, dass ich da ein bisschen flott durchgehe, weil ich verschwätze mich sonst immer so gern. Und das sind aber, ich habe so viele spezifischen Konzepte noch, die ihr sonst nirgends kriegt, das wäre eigentlich schade drum. Dieses Chart hier soll einfach darauf hinweisen, also uns über den Skriptbegriff hinausführen. Skript als ein Lebensplan. Und ich habe es lieber allgemein mit der Lebenserzählung. Und die gehört von daher immer in Kontexte. Also, das habt ihr auch im Traumbuch, wird es dort klar gemacht. Wenn ein Traum angeboten wird, geht es nicht darum, den Inhalt des Traumes allein zu untersuchen. Das ist nur eine Ebene. Man kann auch erzählen, wer erzählt in welchem Kontext den Traum, mit welchem Kommunikationsergebnis für die Wirklichkeit der Situation. Und wenn das wiederum ein Traum wäre und wir würden den deuten, wie würden wir den deuten? Also es ist immer wichtig, diese Lebenserzählungen wieder in den Kontext zu bringen, wo, von wem, wie, in welchem Zusammenhang werden die eigentlich erzählt. Und da gibt es ja von Max Frisch, dem berühmten Schweizer, dieser Spruch, der so ähnlich lautet wie: Irgendwann erfindet jeder eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und oft genug ist es einfach dann mal Zeit für eine neue Geschichte. Man kann die vorhandenen Dateien in einen neuen Erzählzusammenhang setzen
Und ich glaube, eine gute Ergänzung dazu ist, wer 20 Jahre lang dieselbe Geschichte hat, steckt fest. Verena Kast, die andere berühmte Schweizerin, und die macht ja zum Beispiel Therapieformen wie Lebensrückblickserzählungen, die einfach mit den Menschen sich hinsetzen und mal gucken, wie erzählen die eigentlich ihr Leben. Und auch für euch ist interessant, wie erzählt jemand sich? Wenn du das glaubst, wie jemand sich erzählt, kriegst du ein Gefühl dafür, was er von sich hält, aber das ist nicht die einzige Art, wie jemand erzählt werden kann. Und manche erzählen sich in einer Weise so überzeugend, dass die anderen dann glauben, sie wären das, was sie erzählen. Dabei hoffen sie, dass sie was widersprechen und zu einer anderen Erzählung finden, zu denen sich dann der Erzähler wieder anschließen kann. Also das Ganze ist ein Gewebe von Storytelling übereinander, mehr oder weniger sensibel. Und ich unterscheide biografische Erzählungen oder Erzählungen zur Biografie, die kann man dann spezifizieren, also zum Beispiel Freudenbiografie oder Ärgerbiografie oder Paarbeziehungsbiografie oder Sexualitätsbiografie. Was wird da erzählt? Was erzählen andere in der Familie? Gibt es eine Erzähltradition? Wirkt die Erzähltradition auf die Haltung der Menschen und auf deren tatsächliches Verhalten dann? Dann gibt es auch etwas, was ich jetzt gar nicht biografisch nennen würde, nämlich, dass im Leben einfach persönliche Herausforderungen entstehen. Sei es durch äußere Ereignisse, für uns Tod unseres Sohnes, Einbrüche ins Schicksal, oder dass in mir durch irgendetwas Äußeres oder Inneres getriggert eine Seite meiner Persönlichkeit, meiner Seele aufwacht, mit der keiner gerechnet hat, die es auch in der Familie so nicht mehr gab. Das ist eigentlich nicht als biografisch erklärbar, sondern es ist einfach eine neue Herausforderung. Und es ist wichtig, dass wir daraus kein Biografie- und kein Skriptthema machen, sondern eher fragen, ja, und wenn das eine ist, hat die Qualität, da brauchen wir wieder die Funktion des gefühlsmäßig Wertens, haben wir nachher nochmal kurz in der Jungschen Typenlehre. Einfach der Sinn dafür, ist das wesentlich oder nicht, was da erzählt wird. Und wenn es eine Goldader ist, dann muss man jemandem helfen, damit auf eine gute Weise umzugehen. Ja, und dann muss er eben Wege finden, sich persönlichen Herausforderungen zu stellen, die nun mal da sind. Und ich würde da jetzt nicht versuchen, diesen klassischen Skriptbegriff drauf verwenden. Die Fanny der English war es, glaube ich, hat ja auch schon mal versucht, die kreative Seite dieser neuen Herausforderungen und Entwicklung von Lebenserzählungen in ihrer Vier-Geschichten-Methode zu verwirklichen. Das ist eine sehr spannende Sache, wenn man einfach eine Geschichte aus deinem Kindergartenalter, aus deinem Schulalter, aus der Pubertät, aus der jungen Erwachsenenzeit und heute. Und die hat damals eine strenge Vorschrift gehabt, das braucht man nicht. Und diese vier Geschichten werden hintereinander gelegt. Und dann gucken wir mal, gibt es eine Entwicklung in der Art der Storys? Verlagern sich die Art der Interessen? Wird es vom erwarteten problematischen Ausgang eigentlich zunehmend zu einem konstruktiven Ausgang? Endet eher etwas in Rückzug und Einsamkeit oder wird es immer mehr social und offen gegenüber? Also, so dass man für Menschen, die auch gern literarisch arbeiten, dass man denen hilft, sich mit solchen kreativen Lebenserzählungen sich selbst ins Gespräch zu bringen und mit anderen zu kommunizieren. Und das ist dann oft eine Arbeit, die gar nicht so viel mit klassischer Skriptarbeit zu tun hat. Es geht immer um Anpassung, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Und das wird bei uns oft dann verwechselt mit mich einfügen in beengte Verhältnisse und Vorschriften. Aber selbst Darwin, deswegen habe ich darauf Bezug genommen, hat mit Survival of the fittest, also nicht den Brävsten gemeint, aber auch nicht den Sportlichsten, sondern jemand, der einen Weg findet, hineinzupassen in die Lebensmilieus und in die Entwicklung, in denen er sich bewegt. Und da sind wir bei diesem Passungsthema und das ist auf jeden Fall ein gutes.
Ich habe schon erwähnt, dass Biografie interessant ist als Herkunft. Also, wo komme ich her und weshalb ist deswegen verständlich, dass mir das ein Lebensthema ist. Aber diese finale Betrachtung von der jüngsten Psychologie habe ich auch erwähnt, habe ich eine Ahnung des Möglichen, wie kommt dieser Mensch zu seiner Blüte? Was bahnt sich da an? Und was können wir heute tun, dass er zumindest ausprobieren kann, ob er das nicht werden könnte? Und von daher kann man Biografie eben unter Belastungsgesichtspunkten und die Befreiung von Belastung sehen, aber auch mit dem systemischen Ressourcen und orientierten als eine Qualität. Also zum Beispiel mit der Arbeit der inneren Bilder, da habe ich mal den Leiter eines einer Beratungsunternehmen, Mittelständler, vielleicht 30 Leute und so, der sich einfach mit seinen politischen Vorgaben, strategischen Vorgaben in seinem Unternehmen nicht durchsetzen konnte, weil er im entscheidenden Moment dann nicht autoritär sein wollte. Und da hat sich eben, und den habe ich gefragt, wer in deiner Kindheit hat dir ein Bild von einem Berufstätigen hinterlassen, das deine Seele eingefangen hat, das dir irgendwie noch geblieben ist. Und dann kam er, da gibt es dieses Schema, das habe ich schon erwähnt, das man abarbeiten kann. Und dann kam er irgendwann, hat er so einen Moment gezögert und dann hat er den Kopf geschüttelt und wollte jemand anderen erzählen. Und er hat gesagt, nee, den brauchen wir jetzt. Und das war ein autoritärer Lehrer, von dem ein inneres Bild in ihm sehr wohl geblieben ist, das aber für ihn mit Demütigung und Schmerzen verbunden war. Und deswegen, so wollte er nie sein. Da kann man jetzt wirklich in Skriptkategorien denken. Und deswegen hat er auch dort, wo er eigentlich auf gute Weise sich hätte durchsetzen können, immer dann im entscheidenden Moment die Zügel schleifen lassen. Und deswegen ist das Unternehmen strategisch nie auf Zack gekommen. Und dem habe ich dann zum Beispiel geholfen, kann man auch erklären mit dem jungschen Begriff der Schattenintegration, diese Figur zu seinen Verbündeten zu machen. Und zu sagen, sei ruhig dieser autoritäre Knochen. Das ist ein gutes Rohmaterial. Wir wollen es jetzt bearbeiten und verfeinern. Aber wenn das Rohmaterial nicht da ist, dann kriegen wir nur ein Styroporinstrument. Damit kannst, das ist aber nicht das krumme Holz, aus dem das Instrument, das du jetzt brauchst, geschnitzt werden muss. Also Schatztruhe. Sehr viel wird durch die klassische Psychologie die Aufmerksamkeit auf Familien und dort Mutter-Kind-Beziehung, das hat sich ja mittlerweile aufgelockert, dass man das nicht mehr nur so entscheidend und eng sieht. Geschwisterbeziehungen spielen eine Rolle, aber auch Delegation über Generationen hinweg. Und dann spielt halt immer auch eine Rolle, wen wählt eine Seele als aus der eigenen Sippschaft, der für einen Bedeutung hat. So wie man mittlerweile weiß, dass die Eizelle der Frau auch nicht jedes Spermum, das als erstes ankommt, wählt, sondern sich ziemlich genau überlegt, welches Bedeutung haben soll, so hat auch innerhalb eines Familienverbands, gibt es eine seelische Wahl, wer welche Relevanz hat. Manchmal ist es, sagen wir mal so, bleibt es einem einfach hängen, weil es schmerzlich war irgendwas, oder Schuldgefühle oder sonst was da sind. Aber manchmal hat man auch eine seelische Wahl getroffen, weil dort eine Qualität ist, mit der man Resonanz hat, die man eigentlich als Quelle braucht, aber keinen Weg gefunden hat, sie sich nutzbar zu machen und die Nachfolge anzutreten. Und da haben wir Berater eine ganz wichtige Funktion der Integration solcher Kräfte. Der letzte Punkt ist nochmal, der sollen wir entwickeln oder Passung prüfen und anpassen. Und da muss ich sagen, ich habe früher geglaubt, man kann jeden entwickeln, zu allem. Heute, auch in meinem eigenen Unternehmen, achte ich darauf, dass die Menschen, die wir dann als Mitglieder dieses Clans adoptieren, einfach mal passen. Die dürfen ruhig ihre Mucken haben. Jeder hat seine Mucken, das ist nicht das Problem. Aber der Weg, die zu integrieren, dass sie passen, der darf nicht zu weit sein, weil es einfach zu viel Kraft kostet. Und da muss die ganzen Recruiting-Systeme heute, die muss man sich unter dem Gesichtspunkt mal angucken.
was da für Leute ins Unternehmen geholt werden, wo man glaubt, die kriegt man dann schon hin und dann kriegt man den halt nicht hin. Oder wenn wir Bildungsbegeisterte denken, wenn jemand genügend lang persönlich arbeitet und Kompetenz erwirbt, dann kann er am Ende irgendwie doch alles können. Unser Kompetenzbegriff sagt, das ist erstens unökonomisch, was muss jemand alles lernen, was vielleicht wirklich nicht zu ihm passt. Und außerdem, selbst wenn er sich bemüht, kriegt er nicht alles hin, weil die seelischen Kosten so hoch sind. Und das hat auch etwas mit dem Milieubereich zu tun. Ach so, den habe ich gerade noch vergessen. Ich habe Aufsätze geschrieben, Milieu, ein tabuisiertes Thema in Beraterkreisen. Also die Prägung durch Milieu, die wird bei uns in der Regel tabuisiert. Und daraus wird ein persönliches Prägungsthema gemacht. Aber es ist auch ganz wichtig zu merken, in welchen Milieus man sozialisiert ist. Und es gibt Dinge, die kann man nicht lernen. Die hat man eingeatmet in bestimmten Kontexten. Und man kann zwar ganz viele Verhaltensweisen lernen, um diese Rollen trotzdem irgendwie hinzukriegen, aber es kostet einen ständigen seelischen Aufwand. Während für andere, die das eingeatmet haben und zu denen das passt, die können, selbst wenn die es halb so gut machen, stimmt das für die. Und sie kriegen es ganz gut hin. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir diesen Bildbarkeitsmythos nicht überstrapazieren. Sondern uns auch mal trauen, den Leuten zu sagen, guck mal, was mit der Kraft, die du noch in deinem Leben hast, auch überhaupt erreichbar ist. Und sieh zu, dass du dafür was lernst. Sehr oft ist es auch so, dass ich berate ja sehr viele Berater, Freiberufler, Beratungsunternehmen, habe beraten, die noch ganz viel vorhaben, aber schon 55 sind. Denen sage ich gnadenlos, wie viele Jahre arbeitest du noch, wie viel Kraft hast du da noch, wie gut bist du vorbereitet und kannst du das überhaupt noch hinkriegen. Und ich kenne so viele halbgare Unternehmer, die weder richtige Unternehmer geworden sind, noch als Freiberufler gute Fachleute geblieben sind, die mit einer Doppelbelastung dazwischen hängen und sich nur aufreiben. Auch da muss man einfach drüber sprechen, was geht noch und was geht nicht. Und was muss man auch lernen, sein zu lassen, weil es nicht zu einem passt. Ich zum Beispiel, ich kann mit Unternehmern arbeiten. Ich habe mit wenigen Top-Unternehmen gearbeitet. Aber ich habe es nie wirklich gemocht. Ich stamme aus einem Handwerkermilieu, aus eher einem provinziellen Milieu. Und was ich von meiner Prägung her und von meinem Milieu, meine Geschwister sind auch so, gut kann, ist mit kreativer Fachlichkeit überzeugen. Und was ich nicht kann und ganz gut notdürftig gelernt habe, aber eigentlich nie mit innerer Freude gemacht habe, ist sozial repräsentieren. Frühstücksdirektor ist mir ein Graus. Und da muss man auch einfach gucken, was passt und was passt nicht. Und wie viel Milieumigration ist mir möglich? Auch Milieumigration ist anstrengend. Auch da, ich sage, ich habe dafür keine Lösung. Und natürlich gibt es dann Entwicklungen, die aber manchmal erst nach 2-3 Generationen aufgehen. Das muss man sich auch im Klaren sein, dass man dann nur ein Staffelläufer, Staffelläuferin ist und vielleicht nur die erste Drittelwegstrecke hinkriegt und dann übergeben muss. Kann und will man das? Und was ist eure Rolle als begleitende Fachleute dabei? Also viele philosophische Fragen, die ich mit solchen Lebenserzählungen, Lebensentwicklungen verbinde. Individuation, ein Begriff aus der Jungschen Psychologie, das ist die Selbstwerdung. Also der Weg, wie jemand zu einer der unverwechselbaren Versionen, die er sein könnte oder die sie sein könnte, sich hin entwickelt. Jung hat in der Jungschen Psychologie wird normalerweise von der einen Figur gesprochen. Ich glaube, jeder hat Alternativen. Aber es gibt auch nur ein bestimmtes Spektrum, das geht. Und dann gibt es ein Spektrum, das ist wünschenswert, aber vielleicht nicht wirklich erreichbar. Und es entstehen Lebensmuster, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Lebensskript ist eine Erklärung, wenn man sich das Selbstentscheiden oder Übernehmen von bestimmten Lebensregeln und Botschaften ansieht. Aber das meiste wird eigentlich durch Gewohnheiten und empfundene Selbstverständlichkeiten übermittelt und mit Traditionen. Ich finde wichtig, und das ist jetzt dieser Bereich der
Professionswelt, dass wir Menschen, dass wir urteilsfähig werden, uns ein Bild davon zu werden, wie kann eine stimmige professionelle Entwicklung für jemand, vielleicht für die nächsten 2 Jahrzehnte, in der sie noch beruflich tätig sein will, sinnvollerweise aussehen. Also wovon hat die Seele geträumt, was ist schon geleistet, was ist noch offen, was ist davon erreichbar, zu welchem Preis, in welchem Milieu und was ist nicht erreichbar, muss rechtzeitig Abschied genommen werden und all solche Sachen. Also ich nenne das Professionscoaching, das heißt, wir müssen ein Verständnis davon haben, was eigentlich alles dazugehört, um wirksame und befriedigende Berufsentwicklungen lebenslang machen zu können. Aber weil auch das in einem Kontext geschieht, ist es durch Persönlichkeitskenntnis allein nicht zu machen. Ich muss die gesellschaftlichen Strömungen, die Entwicklung der Art des Wirtschaftens, die mögliche Marktentwicklung und all diese Sachen mit berücksichtigen. Nicht, dass jemand so viele Leute, also zu uns kommen ja oft Leute aus der Wirtschaft, denen ist das dort zu wenig human. Und dann wollen die eine Coaching-Ausbildung machen, weil sie jetzt mit dem Menschlichen mehr in Kontakt kommen wollen. Und ich sage, unglückliche Heilpraktiker gibt es wirklich genug, also brauchen wir dich nicht auch noch. Wie wäre es, wenn du hier lernen wolltest in deine Berufsentwicklung als Manager in einem bestimmten Gebiet, in dem du Fachkenntnisse hast, in dem du Netzwerkverbindungen hast, in dem du einen gewissen Namen hast, lernst dort das in menschlicher Weise zu machen, anstatt in die unglückliche Heilpraktikerprofession überzuwechseln. Also ich brauche, um diesen Zusammenhang zwischen Mensch und Berufswelt und beruflicher Lebensentwicklung herstellen zu können, nicht nur Menschen, sondern eben auch Feldkenntnisse, auch da. Und es gibt auch Entwicklungswege von Teams und von Unternehmen. Also man kann, also das, was für die Person die Persönlichkeit ist, ist vielleicht für ein Unternehmen oder für ein Team eine Teamkultur oder eine Unternehmenskultur. Auch die hat eine Geschichte. Man kann sehen, wo kommt das hier her, welche Belastungen sind das. Aber man kann auch sagen, so wie die Menschen, die da gebaut sind, so wie dieses System, welche Potenziale stecken da drin? Und wohin könnten die sich entwickeln? Und was brauchte es dazu, dass diese Entwicklung stattfinden kann? Und wer kann sie betreiben? Finden wir Menschen, die dafür Verantwortung nehmen? Da fällt mir ein, ich will das generell erwähnen, es gibt von mir Aufsätze über Modellökonomie. Also wir entwickeln praktisch nur Modelle, die für den einzelnen Menschen, für Gemeinschaften wie auch für Großorganisationen gleiche Fragen aufwerfen. Also dass man die gleiche Art zu denken und zu intervenieren bruchlos zwischen der Mikro-, Meso- und Makroebene durchbuchstabieren kann. Konzepte, die man auf den einzelnen Menschen anwenden kann, die aber für ein Team nichts sagen oder für eine Organisation verwende ich in der Regel nicht, weil wir wissen da nicht, wo sind die Lücken. Und wir verwenden normalerweise Konzepte, die höchstens 5 Gesichtspunkte haben, weil kompliziertere Konzepte werden nicht intuitiv abgerufen, die bleiben nicht im Hirn. Also da gibt es eine ganze Policy der Konzeptentwicklung. Darüber habe ich einiges geschrieben. Ich möchte noch, das können wir jetzt nicht näher machen, aber ich möchte auf eine Konzeptbildung von mir aufmerksam machen, das ist die Passamtsarbeit. Die Arbeit mit Identitätsüberzeugungen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchen Büchern das drin ist, aber ihr findet es, wenn ihr über die Suchfunktion geht, auf jeden Fall. Das ist ein Konzept, das fing eigentlich damit an, dass ich Engpass dritten Grades von den Gouldings mir interessant war, aber ich habe das Gefühl, das muss man ausbauen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mit einer zum Beispiel beruflichen Entwicklung auch eine Vorstellung entsteht über eine Identität. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Kollegen Anandan Gisan lange Zeit gearbeitet aus Chennai in Indien.
Und darüber gibt es jetzt auch ein kleines Büchlein, das heißt The Caterpillar's Journey from Clinical to Organizational Orientation. Und das war, der ist ein CTST der TA und ist Treasurer von der ITAE. Und der hat mich vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so in Oxford mal kennengelernt. Und der ist nämlich, kommt aus dem Unternehmerhaushalt, Unternehmermilieu und wollte eigentlich in die Organisationsberatung. Hat aber hauptsächlich Lehrer gehabt, die eigentlich mit einer klinischen Orientierung in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und er hat schon sehr viel gelernt, war aber noch ganz in der Kultur der klinischen, persönlichkeitsorientierten Arbeit verfangen. Und dann habe ich jahrelang mit ihm über Skype Supervision gemacht, in der er die Betrachtung der Organisation nach und nach gelernt hat. Und der war schon ziemlich gut drin, aber hat immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich immer noch ein Kliniker, der im Organisationsbereich arbeitet. Das heißt, er konnte aus der neuen Erfahrung und den neuen Verhaltensweisen keine neue Identität, an die seine Seele glauben konnte, machen. Und viele Menschen, die eine Identität nicht hinkriegen oder eine falsche Identität nicht loswerden, versuchen das durch emotionale, erlebnisorientierte Arbeit oder durch Schulung. Aber wenn es auf der Identitätsebene liegt, wird es damit nicht gelöst. Es muss extra auf der Identitätsebene gelöst werden. Und das habe ich dann bei dem Gießern mit einer Kurzform meiner Passamtsarbeit. Dazu gibt es Fallbeispiele und methodische Vorgehensweisen, wie man das machen kann. Habe ich sozusagen per Skype mir seine Identity Card geben lassen. Und dann habe ich da drin gelesen, klinischer Transaktionsanalytiker. Und ich sagte, ja, da fehlt ja die richtige Eintragung. Und von der Praxis her bist du das ja eigentlich gar nicht mehr. Also nur noch gelegentlich. Bist du damit einverstanden, weil er mich als seine Seele mich als Autorität im Organisationsbereich anerkannt hat, wenn ich das abändere? Und dann habe ich klinischer Transaktionsanalytiker in Klammer gesetzt, nur bedarfsweise, und habe stattdessen da reingeschrieben, Organisationsberater. Und dann habe ich einen Stempel drauf gemacht und habe ihm das zurückgegeben. Und ihr glaubt gar nicht, was für eine seelische Umsteuerungswirkung das hatte. Der hat jetzt keine anderen Erlebnisse und Kompetenzen gehabt als vorher, aber er hat es jetzt aus einer anderen Identitätsperspektive herausgetan. Als ich noch im klinischen Bereich gearbeitet habe, ich hatte zum Beispiel mal einer, der glaubte, ich bin ein Wüterich, weil ihm das zugeschrieben worden ist. Klassisch, war ein sehr lebendiger Mensch und unkonventionell. Du bist ein Wüterich, nicht du neigst zu wüterischem Verhalten. Und das hat er irgendwann geglaubt und war sein Leben lang darin gefangen, entweder brav zu sein, damit man nicht erkennt, dass er ein Wüterich ist, oder zu sagen, scheiß der Hund drauf, dann bin ich halt so, obwohl es nicht gestimmt hat. Und dann hat er sich wüterisch benommen und egal wie, er schwankte immer zwischen dem hin und her, hat schon viele Jahre Therapie zu dem Thema gemacht. Und mit dem habe ich einfach nur so eine Passamtsarbeit gemacht. Das ist auch eine semantische Arbeit, sagt, wie ist es entstanden, dieses Etikett, das du auch adoptiert hast, als, und deswegen Engpass dritten Grades, als Identitätsüberzeugung. Und wie würde ich das positiv definieren, anders definieren? Und dann haben wir ein konstruktives Etikett gefunden, könnte in dem Fall sagen, konstruktiv-kritisch. Und es geht gar nicht darum, dass er sich anders verhalten muss, ne? Sondern ich habe einfach gesagt, das trage ich jetzt hier ein, das andere tragen wir aus und Stempel. Es ist also eine Zuschreibungsfrage. Und braucht natürlich von daher eine Autorität auf der anderen Seite oder eine Community, die Autorität zusammen vertritt, die mir diese Identität per du gehörst jetzt zu diesem Etikett zuschreiben darf und meine Seele das adoptiert. Und danach war es so, der hat natürlich viele Gewohnheiten des Wüterigseins bzw. des Vermeidens von Wüterigsein entwickelt, die löschen sich dadurch auch nicht automatisch. Aber wenn er jetzt mal ausgerastet ist, dann war er ein konstruktiv kritischer Mensch, der an der Stelle leider in seine schlechten Gewohnheiten verfallen ist. Aber er war kein Wüterich. Und das glauben die Leute nicht, sagen, ja, wie, das war's jetzt, du schraubst gar nicht an mir rum. Ich sage, ich brauche nicht an dir rumschrauben, das war's jetzt tatsächlich.
die Wirkung kommt im Nachhinein und ist manchmal dramatisch. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber manchmal lösen sich Probleme nicht auf der Ebene der Erlebens- und Verhaltensbearbeitung, weil die Art der Bearbeitung nicht auf die Identitätsüberzeugungen durchschlägt. Und dann muss ich mit den Identitätsüberzeugungen direkt arbeiten, aber nicht per Beweis über Verhalten und Erleben, sondern per Segnung. Klassischer Begriff, der da an der Stelle reinkommt, hatte, ihr kennt es als Initiation, aus der jüngsten Psychologie, ist etwas, was durchaus nicht veraltet ist, braucht aber eine sensible Beziehung, dass du weißt, also ich, der ich den Segen dann spreche, bin ja nicht christlich orientiert, ich muss auch einerseits demütig sein, nicht zu glauben, ich kann jetzt jeden segnen und verteilen, was die Leute toll finden, sondern ich muss das Gefühl haben, ich selbst erfahre dieses Recht zu segnen jetzt und übe dieses Amt aus, aber nicht als mein Ego, sondern weil es jetzt im Moment möglich ist. Und ich traue mich, das dann auch zu tun, denn die Menschen brauchen Segen. Und jeder von euch, wenn ihr euch vorstellt, da gibt es Menschen, deren Segen, das kann die eine oder andere inhaltliche Färbung haben, hätte ich gern gehabt, traut man sich heute ja kaum noch zu sagen. Ganz wichtig, weil mancher Kampf in der Psychotherapie oder in der Beratung ist eigentlich Jakobskampf mit dem Engel. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und deswegen nennen wir zum Beispiel unsere Weiterbildung auch Professionalisierungen, weil es geht nicht nur um die Anhäufung von Kompetenzen. Es geht darum, eine Identität zu erwerben. Das heißt, vorhandene und neue Kompetenzen aus einem anderen Selbstverständnis heraus zu kristallisieren. Und dann kannst du dir die Diskussion, was darf ich noch und was darf ich nicht mehr und darf nur noch der Psychiater und so, die kannst du dir alle sparen. Weil wenn du weißt, was du im Wesentlichen bist von deiner Identität, dann kannst du ganz viel machen und du wirst im entscheidenden Moment immer zu deinem Wesen zurückkehren und wirst dich nicht verirren, indem du dich in Nachbaridentitäten wichtig zu machen versuchst. So, jetzt komme ich zu einem Bereich, den ich besonders mag, der aber schwer theoretisch auszuarbeiten ist, nämlich die Arbeit mit Wirklichkeitsstilen. Ich fange mal mit so einer bisschen hemdärmlichen Behauptung an, ob zwei Partner am Ende zusammenbleiben oder nicht, hat viel mehr mit ihrem täglichen Stil, ihr Leben zu gestalten, zu tun, als mit Grundsätzen irgendwelcher Art. Und jeder Mensch hat seine Art, Wirklichkeit zu erzeugen. Und ein anderer Mensch kann die interessant finden, die können eine gemeinsame, positiv spannungsreiche Art haben, zwei ganz verschiedene Arten, Wirklichkeiten zu erzeugen, zu einer dritten, gemeinsamen und manchmal getrennten, aber gewertschätzten Art entwickeln. Oder sie können nach einer ersten Faszination ständig sagen, wenn du nur so wärst wie ich, dann könnten wir glücklich sein und einen kolonialen Kampf der Wirklichkeitsstile untereinander anzetteln, bei dem dann selten was Gutes rauskommt. Also, und in der Art Wirklichkeit zu erzeugen, haben Menschen genauso Gewohnheiten und Vorlieben. Manche passen zu ihnen und sagen, so ist der. Das braucht er nicht ändern, aber er muss natürlich jemanden finden, der damit kann, sonst werden die nicht glücklich. Aber manchmal entwickelt man auch Arten, Wirklichkeiten zu erzeugen, in einer Weise, an der man sogar selbst leidet. Man weiß aber eigentlich nicht, wie man es macht und hat keine Begleitung darin, am Beispielen der Entfaltung von bestimmten Wirklichkeiten zu lernen, wo die Stellschrauben sind, dass sich andere Wirklichkeiten entwickelt. Und das machen wir in unseren Beratungen. Ich sage immer, höchstens 50% einer Beratung, wenn ich heute noch manchmal in die Gruppen gehe und demonstriere, Beratung, dient dem Inhalt deines Anliegens.
Und die anderen 50% dienen dazu, dass ich beobachte, welche Art von Wirklichkeit du auf welche Weise erzeugst und dich auf Auffälligkeiten dieses Systems aufmerksam mache. Und dort, wo ich das Gefühl habe, das passt eigentlich nicht zu dir und nicht zu der Wirklichkeit, die du erzeugen willst, zeige ich dir Alternativen und Wege, wie du zu diesen Alternativen kommen kannst. Und dazu gibt es ein paar Unterkonzepte. Ich ziehe vielleicht das eine vor, nämlich die Intensitätsverstärker und Intensitätsverminderer. Das gibt jetzt ganz viele mögliche Konzepte, mit denen wir beschreiben können, wie kann man eigentlich den Wirklichkeitsstil eines Menschen charakterisieren und das Aushandeln von Gemeinschaftswirklichkeitsstilen. Das Konzept, das habe ich entwickelt, als ich einen Psilocybin-Forscher, Roland Fischer, erlebt habe. Der hat gesagt, und er hat es irgendwie mit Reaktion auf Psilocybin, glaube ich, damals begründet, er hat gesagt, es gibt Menschen, die neigen zur Intensitätsverstärkung und es gibt Menschen, die neigen zur Intensitätsverminderung. Das heißt, hat also etwas auch mit der Erregungssteuerung des Gehirns zu tun. Und da ist es. Ich mache das mal gleich zuerst. Jemand, der eher dazu neigt, Intensität zu verstärken, wenn der Fülle des Erlebens und Berührtsein sucht, also Wesentliches für dich, für sich zu finden, sucht, dann macht der das, was er gerade erlebt, noch ein bisschen intensiver. Und wenn er jemanden mit etwas Wesentlichem beglücken will, macht das dem auch ein bisschen intensiver. Sodass der auch wirklich versteht, wie wichtig und gut und berührend das ist. Wenn der andere ich bin nämlich ein Intensitätsverminderer, passt das nicht unbedingt zusammen. Weil die Art und Weise, meine Frau neigt eher zur Intensitätsverstärkung, wir haben uns mittlerweile auf einem guten Niveau gefunden. Wenn sie mich beglücken möchte, haut es bei mir die Sicherung raus. Und wenn ich sie beglücken möchte, geht bei ihr das Gefühl, worum geht es eigentlich, verloren. Schlaftablette. Und das hat mich zu diesem Konzept gebracht. Das sind beides Wege, deswegen ist das, wir Menschen wollen öfter mal aus der Normophrenie, wie Roland Fischer das genannt hat, also aus dem Normalbereich ausbrechen, weil wenn jetzt was ungewöhnlich ist, ist die Chance, dass es uns auch was bedeutet, größer. Und da haben wir schon auch alle Bedürfnisse danach. Und die einen suchen das über Intensitätsverstärkung und die gehen dann eher zum Wochenendkurs Tanz der Derwische und Kundalini-Meditation. Und die anderen suchen das eher des Loslassens von dem ganzen aufregenden Gewusle, um ganz zu sich zu finden. Die gehen dann zu dem Kurs Zen-Sitzen, 12 Stunden auf dem harten Schemel oder Angeln. Und das mag für beide funktionieren. Aber zusammen Wesentliches zu erfahren, ist natürlich ein Stilproblem. Die Wirklichkeitsziele lassen sich nicht gleich koppeln. Und ich habe schon einige Beratungen gemacht, wo es übelste Zerwürfnisse gab, im Unternehmensbereich wie privat, die einfach damit erklärbar waren. Und dann polarisiert sich das mit der Zeit. Der eine sagt ihm, du bist immer der letzte Langweiler, ich muss richtig Dampf machen, um deine Trägheit auch noch zu überwinden. Und dann sagt, du bist ein so verrücktes Huhn, wenn ich nicht den Fels in der Brandung spiele, da hätt's uns schon lange den Orgos runtergespült. Und dann polarisiert sich das auch noch und jeder versteht aber nicht die Wesensart und die Suche nach Wesentlichem, die der andere hat. Und wenn man das mal kapiert hat, dass das so ist, dann ist der Weg ja, wenn ich dir wirklich begegnen will, muss ich unser gemeinsames Verständnis in einem Rahmen halten, der mit deiner Logik der Wesensverstärkung und des Aushalten können
von Erfahrungsbereichen außerhalb des normophrenen Bereiches irgendwie kompatibel ist. Oder du gehst, machst es in deinen Bühnen, ich mache es in meinen Bühnen, weil wir kriegen das nicht zusammen hin. Das ist in Ordnung. Und das Ergebnis kann wirklich das gleiche sein. Die können beide so zentriert und beseelt zurückkommen, haben aber diesen Bereich auf völlig unterschiedliche Weise erlebt. Und das kann viel Toleranz füreinander wecken, wenn man das versteht und wechselseitig fördert, weil der andere dann auch aus der zugeschriebenen Polarisierung rauskommt. Ja, der muss dann nicht auf charmant machen, um zu zeigen, dass er nicht nur eine Schlaftablette ist. Und der das halt gern lebendig hat, der muss sich nicht unter Kontrolle halten, um zu zeigen, dass er nicht nur ausrastet. Aber es gibt in beiden Bereichen, gibt es also einen Heilsweg und einen Weg zu wesentlicher Erfahrung, aber es gibt auch Gewohnheitsbildung. Also es gibt Menschen, die Intensitätsverstärker, wenn denen das Leben ein bisschen zu langweilig ist, dann machen sie einfach ein bisschen Dampf, ob das Relevanz hat oder nicht, brechen halt mal was vom Zaun. Und wenn sie merken, das befriedigt sie nicht, geraten sie in einen Suchtzirkel. Dann machen sie nämlich noch mehr Dampf, weil sie denken, wenn wenig nicht, bitzel vielleicht viel. Und die müssen, und das ist dann oft in der zweiten Lebenshälfte, nach Jung muss man dann ja die bisher unerlösten Strebungen einer ganzheitlichen Persönlichkeiten langsam adoptieren und mit denen was machen. Da kann es sein, dass der Intensitätsverstärker lernen muss, seinen Reflex über Intensitätsverstärkung Wesentliches zu suchen, dem zu widerstehen und stattdessen runterzuschalten. Also zwei Geschäftsführer, einer ist Intensitätsverstärker, anderer ist Intensitätsverminderer. Der Intensitätsverstärker hat jeden Tag 1000 neue Ideen und reitet vorne weg. Und der Intensitätsverminderer versucht hinten den Laden zusammenzuhalten, damit sie die Insolvenz sie nicht einholt. Und das ist dem anderen aber zu wenig und zu langweilig. Und dann wieder die noch bessere Idee, die noch größere Fahne, dann schaffen sie den Durchbruch. Und der muss dann natürlich lernen, irgendwann zu sagen, es hat keinen Sinn, da jeden Tag vorauszureiten. Wenn ich mit dem anderen zusammen eine Firma haben will, dann dürfen wir nicht diese polarisierte Zuständigkeitsverteilung beibehalten, sondern dann kontrolliere ich mich, lerne kleine Fahnen zu machen, nicht ganz so weit vorauszureiten, sodass du nachkommst mit der Steuerung des Systems und dass du dann auch mal aus dieser Verantwortung des Es noch richten wollen rauskommst und zeigen kannst, dass du auch Idee hast und auch eine Fahne hast, mit der du reiten möchtest. Und so geht es umgekehrt natürlich auch so, der immer in die Ordentlichkeit und die Kontrolle geht, merkt, wenn er das übertreibt, dann bedingt er die polarisierte Gegenteil des anderen. Dann denkt ihr immer, so kommen wir nie voran, da muss noch mehr Schub ran. Das heißt, sie müssen sich aufeinander zubewegen, um gemeinsam einen Stil zu finden, der, wenn es passt, ergänzend auch das Wertvollere, das Lebenswertere, das auch ökonomisch wie sinnvoll für alle Beteiligten wirksamere entwickelt. Kleines Konzept, hat nicht mehr Hintergründe, aber hat manchmal nach allen 1000 Analysen, war das eigentlich der Schlüssel, ganz einfach. So haben die das noch nie betrachtet. Konnten eine ganz andere Art des Sich-Vereinbarens über Wirklichkeit dadurch entstehen oder zumindest, dass man keine hintergründigen Affekte gegeneinander aufgebaut hat, wenn man gemerkt hat, der andere ist halt anders. Und sagt, ich brauche ja auch, dass der anders ist. Wir brauchen das ja komplementär, weil nur zusammen gibt es was Vernünftiges. Jeder neigt natürlich ein bisschen dazu, seine Version für die überwertige zu halten. Auch da muss man sich ein bisschen im Zaum halten. Jetzt mache ich dann gerade weiter mit diesen kleinen Persönlichkeitskonzepten. Das sind bisher Bausteine für ein Kaleidoskop, wie man Wirklichkeitsstilanalysen machen kann. Das ist ein Konzept, das habe ich formuliert aufgrund von Viktor Frankls und Martin Bubers Konzept von Ich-Du-Beziehung. Wobei ich es damals sozusagen in ärgerlicher Abgrenzung gegen ein Missverständnis von Buber, wo er immer gesagt hat, du und ich, wenn ich mich für dich interessiere und du dich für mich, das ist eigentlich
da findet Leben statt. Und man darf den anderen nicht gebrauchen als Mittel, um irgendetwas zu erreichen, sondern man muss immer den anderen Menschen auch meinen. Auch, klar, Kantscher Imperativ gilt, aber Frankl hat schon gesagt, der andere kann auch ein wesentlicher Inhalt sein. Also es geht eigentlich um wesentliche Beziehung. Es geht nicht darum, um Ich-Du-Beziehung allein. Und dann habe ich die beiden Typen unterschieden und das ist auch so ein Eye-Opener für viele. Ich bin ein Mensch mit einer klaren Ich-Es-Beziehungspräferenz. Also bei mir geht es so, ich interessiere mich für was, interessierst du dich auch dafür? Dann ist es für mich interessant, mit dir Beziehung zu entwickeln. Oder du musst dich vielleicht nicht unbedingt für das interessieren, wofür ich mich interessiere, aber wenn ich mich dafür interessiere, wofür du dich interessierst, das ist auch eine gute Grundlage für eine Beziehung. Und dann interessiere ich mich auch für dich, als jemand, der sich für was interessiert. Und ich habe ein paar Freundschaftsbeziehungen, die laufen nicht so, da mag ich den anderen einfach. Gibt schon auch. Auch das ist nicht schwarz-weiß. Aber in der Regel kann ich nur die Beziehungen wesentlich empfinden und seelisch langfristig pflegen, die eine solide Ich-Es-Basis haben. Und deswegen ist es völlig vernünftig, dass man gemeinsame Projekte hat, gemeinsam Kinder großziehen, Unternehmen großziehen, weil das Orientiertsein auf etwas hilft einem dann intime Beziehungen zu haben und den anderen als wertvoll zu empfinden, die Beziehung als wertvoll zu empfinden. Der Ich-Du-Mensch, der braucht am Ende auch beides. Aber bei dem geht die Reihenfolge anders, die Präferenz. Der fragt, ich interessiere mich für dich. Er sagt, ach, das ist aber schön, ich interessiere mich auch für dich. Dann sagen, gut, geht jetzt so wie im Badischen. I love you and you love me. Laufen wir zusammen, wo laufen wir denn hin? Das heißt, die Ausgangsessenz ist, dass wir füreinander Interesse haben. Und ich kann mich für etwas interessieren, weil ich dich mag und du dich dafür interessierst. Für die Sache selbst interessiere ich mich nicht so arg. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich es Mensch und ich du Mensch heiraten oder haben zusammen eine Firma. Und am Anfang wird vieles überbrückt, aber irgendwann sagt ich es Mensch, also zwischen uns klemmt es ein bisschen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob du noch bei der Sache bist. Ich-Du-Mensch sagt halt, scheiß Sache, ich bin mir noch nicht sicher, ob du noch bei mir bist. Er sagt, ja, bei dir, wenn du nicht mehr bei unserer Sache bist, dann stellt sich die Frage, ob ich bei dir bin, für mich erstmal nicht. Aber wenn du zurückkehren könntest, bei unserer gemeinsamen Sache zu sein, dann bin ich auch bei dir. Sagt der Ich-Du-Mensch, ja, das wird dir so passen. Ich soll nur benutzt werden. Und es geht eigentlich um unsere emotionale Bezogenheit und das andere ist unwichtig. Dann sagt er, emotionale Bezogenheit ist schön, aber das allein macht mich nicht satt. Und dann polarisieren die sich und dann sind die einen für die gemeinsame Sache und für das Voranbringen von Sachen zuständig und die anderen sind für Bezogenheit zuständig. Und wenn die dann in Clinch geraten, diktieren sie sich gegenseitig, solange du dich nicht zurückfindest zu unserer gemeinsamen Sache, ist die Beziehung schlecht und der andere sagt, solange du nicht zurückfindest in unser wechselseitiges Aneinander interessiert sein, brauchen wir über die Sache, um die es vielleicht dann gehen könnte, gar nicht zu reden. Und viele Unternehmen sind daran gescheitert, viele Beziehungen sind daran gescheitert, weil man sich auch dann gegenseitig sozusagen in die Türme der Polarität und Einseitigkeit getrieben hat. Und je mehr man eigentlich was vermisst, umso mehr militanter vertritt man dann diese Einseitigkeit und man findet sich nicht mehr unten zusammen. Und das muss man einfach wissen. Und das heißt, das Lernziel ist für einen Ich-Es-Menschen, erstens die Ich-Du-Dimension nicht zu vergessen, denn natürlich neigt jeder auch zu seinen Einseitigkeiten.
Und wenn es klemmt, die Ich-Du-Ebene besser zu versorgen und zu gucken, ob das hilft. Und bei uns, meine Frau und mich hilft es total. Könnte ich mich wütend streiten mit ihr über irgendetwas rechthaberisch. Aber wenn ich einfach nett zu ihr bin, dann ist sie überhaupt nicht mehr rechthaberisch. Aber das muss man erst mal lernen. Und für die Frau gilt es umgekehrt. Ne? Wenn sie einfach nur anklagt, wie kalt sie das Beziehungsklima zwischen uns empfindet, das macht mich nicht richtig warm. Da bin ich nur am Rechtfertigen, am sagen, warum das notwendig ist und wer würde denn, wenn ich nicht das alles. Und das heißt, sie musste lernen, dass wenn es da zwischen uns nicht stimmt, dass offenbar irgendetwas, das ich vielleicht auch vergessen habe, die Beziehungswärme zu pflegen, aber auch, dass ich es brauche, sicher zu sein, dass das, wofür wir bezogen sind, dass wir das gemeinsam versorgen und dann fühle ich mich auch entlastet, für die Beziehungswärme wieder mehr zu sorgen. Und kleines Wirklichkeitsstil-Konzept kann man manchmal Verblüffendes mitmachen. Ich meine, hier hat jetzt sich niemand wiedererkannt, wenn ich das recht sehe. Ja. Okay, Moment. Eine andere Sache ist, dass ich einfach studiere, was für Gewohnheiten habe ich mir entwickelt. Also wenn es läuft, wie immer, wie es immer läuft, wie würde ich es machen? Und wir kennen ja aus der TA eine Definition von Rackets, die Gefühlsgewohnheiten sind. Also ich habe gelernt, immer wenn was irgendwie unbefriedigend läuft, bin ich mal wütend, denn es muss ja jemand schuld dran sein, dass es nicht so ist, wie es sich für mich gut anfühlt. Und ich käme nicht auf die Idee zu sagen, ich bin traurig darüber, dass im Moment irgendwie mein Leben ein bisschen öde ist und ich nicht weiß, wie ich es wieder hell machen kann. Und da entstehen Gewohnheiten und Familien haben ihre Familiengewohnheiten, wie man mit Leere, mit Öde, mit Engagement, mit Gerechtigkeitsempfindung und so weiter umgeht. Und es ist einfach wichtig, dass man diese Gewohnheiten studiert und guckt, wo sind die Gefühle funktional und wo sind sie es nicht. Ich bin davon der Überzeugung, dass die Evolution sich Gefühle ausgedacht hat, weil sie eine Funktion haben. Nicht damit Psychotherapeuten was zu tun haben. Das heißt, Ärger ist zum Beispiel dazu da, um eine Situation, in der eine Beeinträchtigung meiner Lebensqualität von außen entsteht und ich nicht fliehen kann, dass ich die Kraft aufbringe, die Verhältnisse zu verändern draußen. Jetzt muss ich aber natürlich, bevor ich Ärger als Instrument, meine Lebenssituation zu verbessern, einsetzen, prüfen, ob die Hypothese, die dieser Emotion zugrunde liegt, dass es nämlich eine Beeinträchtigung von außen ist, ob die überhaupt stimmt. Das heißt, jede Emotion hat einen sinnvollen Zusammenhang zu Wirklichkeiten und Szenerien und sie muss plausibel sein. Und wenn sie, gut, vielleicht erkennt man nicht immer gleich, wie die Zusammenhänge sind, da muss man Ebenen suchen, auf denen das plausibel ist. Und der andere ahnt vielleicht gar nicht, dass die bei demjenigen mitspielen. Und dann versteht man einen Ärger schon, weil derjenige diese Ebenen nicht einbezogen hat, sind für ihn keine Kategorie. Oder ich weiß selbst gar nicht, warum ich an der Stelle immer Ärger bin, weil ich selbst nicht weiß, welche Ebenen bei mir im Hintergrund in Resonanz geraten. Ich spüre nur die Reaktion auf die Fantasien auf diesen Ebenen. Und wenn ich dann in einer Beratungsphilosophie verhaftet bin, die sagt, wo die Gefühle sagen die Wahrheit und wo die Gefühle sind, geht es lang, bin ich natürlich verloren. Und jedes der Grundgefühle hat von daher für mich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, einen plausiblen Zusammenhang in der Evolution. Also auch selbst Klagen hat mir mein Freund Gunter Schmidt
als ich gesagt habe, was ich gar nicht mag, sind Klagen. Da sagt der Gunter Schmidt, oh, ich zeige dir mal einen Film. Und da hat er mir einen Film gezeigt von einem Rind, von einem Büffel, von einem jungen Büffel, das von Löwen von der Herde separiert wurde. Und die waren schon dabei, das Vieh abzumurksen. Und es hat geklagt und geklagt und geklagt. Und irgendwann hat sich der Anführer der Herde besonnen und sagt, eigentlich ist das ein Grund einzugreifen. Und dann sind sie alle zusammen gerannt und haben die Löwen aufs Korn genommen und haben tatsächlich das schon verloren geglaubte Opfer auf die Weise befreit. Also, und wenn das so ist und man den Zusammenhang deutlich machen kann, dann gibt es viele Emotionen, die durchaus ihre Plausibilität haben. Aber man muss darüber reden, was es soll. Man muss nicht denken, nur weil es Emotionen sind, haben sie irgendeine Art von Vorberechtigung. Ich möchte in dem Zusammenhang ich habe ja auf den Milton Erickson schon mal ein bisschen verwiesen. Wer kennt ein bisschen die Hypnotherapie Milton Ericksons? Ein paar wenige, okay. Er hat ja so ein klassisches Modell entwickelt, was ihn auch so sympathisch und für uns begeisternd machte, der sagte, die Menschen haben ein ungeheures Fundus an Kompetenzen in sich. Was die schon alles in ihrem Leben gelernt haben, das ist unglaublich. Und die Kreativität ist riesig, muss aber nur befreit werden. Da ist noch diese Befreiungsmythologie der 70er Jahre mit drin. Und deswegen die amerikanischen Klienten, die er zu der Zeit hatte, haben das vielleicht auch sehr gerechtfertigt. Und wenn die Leute dann Probleme haben, die sie eigentlich nicht mehr kreativ angehen, sondern nur noch konventionell und schematisch, dann lösen sie diese Probleme nicht und es zieht jede Menge Folgeprobleme nach sich, aber sie lassen nicht los, ihre ungeeigneten Lösungsversuche auf diese Probleme anzuwenden. Und diese Ebene nannte er Conscious Mind, also das, was sie bewusst, wie sie bewusst versuchen, die Probleme zu lösen, das ist offenbar dysfunktional und deswegen verstand man seine Therapiephilosophie, die sagt, ich versetze Menschen in Trance und schalte praktisch diese schematischen Lösungsversuche ab und helfe den Menschen wieder in Kontakt mit den kreativen Lern- und Lösungskräften in sich zu kommen, um neue Lösungen zu entwickeln. Und hat zum Teil eben auch schematische Lösungen mit posthypnotischen Aufträgen blockiert, mit paradoxen Interventionen, hat er sich viel einfallen lassen und war eine zum Teil durchschlagende und begeisternde Therapie. Aber es ist damit eben auch eine Verklärung von intuitiv-kreativen Kräften über die Maßen hinaus stattgefunden. Das Unconscious Mind sozusagen, das in der Trance in ausführende Kraft zu bringen, das war das Größte. Und das sehe ich ein bisschen anders. Conscious Mind habe ich übersetzt mit Gewohnheitswirklichkeit und Unconscious Mind mit kreativer Wirklichkeit. Und es ist durchaus nicht so, dass das Kreative immer unbewusst ist. Das kann genauso bewusst sein oder eine Mixtur von bewusst und unbewusst. Und genauso gut kann das absichtsvolle Vorgehen, aber gewohnheitsmäßig, muss nicht unbewusst sein. Es kann bewusst sein, kann aber auch unbewusst sein. Kann jemand gar nicht merken, dass er an der Stelle immer die eine oder andere Lösung probiert. Obwohl die noch nie zum Erfolg geführt hat, er probiert es aber trotzdem immer wieder. Also das ist gar keine, und man darf das um Gottes Willen nicht mit bewusst und unbewusst übersetzen. Und da gibt es also einige Übersetzungsprobleme. Und ihr habt vielleicht das Dialogmodell der Kommunikation noch in Erinnerung. Also all das, was da unten ist, ist dieser ganze Bereich des Unconscious Minds, also der hintergründigen und, wenn gut adressiert, schöpferischen Wirklichkeitsgestaltung. Und über der Bewusstseinsschwelle, nee, das passt eben nicht, dieses Bewusstseinsschwellensystem. Und darüber ist sozusagen das Bewusst-Methodische. Und ich glaube, dass das Thema Gewohnheiten in den meisten Beratungsphilosophien viel zu kurz kommt. Der Mensch ist ein
massiv das Gewohnheitstier. Wir werden später noch bei Systemlernen an den Punkt kommen, dass wenn Einzelne versuchen, ihre Gewohnheiten zu ändern, die dann aber dann zurückkommen in ein System und die alle ihre Gewohnheiten aktivieren, kann in der Regel der Einzelne das nicht durchhalten und fällt zurück in seine alten Gewohnheiten. Und deswegen ist es es wundert uns ja oft, dass, obwohl wir Milliarden für Schulung ausgeben, so viele Unternehmen eigentlich ihre Kulturgewohnheiten schlicht beibehalten. Also ein ganz eigenes Gestaltungsfeld. Und da haben wir auch eigene Ansätze zu bieten, die die Chance wesentlich erhöhen, auch als Kollektiv aus Gewohnheitswirklichkeiten rauszukommen. Ja, was damit, glaube ich, klar geworden ist, dass Gewohnheiten gibt es natürlich nicht nur im Fühlen, obwohl wir ja die Records, ich weiß nicht, Denkrecord gibt es noch nicht als Begriff, oder? In der TA ist doch nach wie vor, meint man damit chronisch wiederholte Gefühle. Aber ich denke, es gibt genauso Denkrecords. Er denkt an der Stelle immer das Gleiche. Es ist kein kreatives Denken. Und es gibt genauso gut Verhaltensrecords. Ich mache eigentlich immer das Gleiche, weil ich einfach einer Gewohnheit folge. Und ich finde, dass wir diese, wenn wir schon mit diesem Gewohnheitsbegriff von Record arbeiten, es gibt ja auch andere, dann sollten wir das Thema der Gewohnheiten aufbohren und studieren, was sind gute Gewohnheiten. Ich bin absoluter Freund von Gewohnheiten. Wir können komplexe Abläufe nicht beherrschen, wenn wir nicht jede Menge Routinen entwickeln. Ohne Gewohnheiten keine Komplexitätssteuerung. Aber wir müssen halt lernen, die guten und die schlechten Gewohnheiten zu unterscheiden. Beziehungsweise, wenn wir es ganz gut unterscheiden können, brauchen wir auch eine Ökonomie der Gewohnheitsveränderung, dass wir nicht versuchen, alles auf einmal zu ändern. Das schafft keiner. Ihr schafft auch nicht gleichzeitig mehr Sport zu treiben, netter zu eurem Partner zu sein, abzunehmen und außerdem noch mehr mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Also, es ist ganz schön, wenn ihr mal vielleicht mit ein bisschen mehr Sport machen anfangt und das andere erstmal in Ruhe lasst. Aber was da eine gute Ebene ist und was an Mindestgewohnheitsveränderung für wie lang, durch welche Unterstützungssysteme beibehalten werden sollen, das ist eine eigene Policy-Frage und das steht Transaktionsanalytikern gut, wenn sie dazu Fachleute sind und dazu auch was anbieten. Weil die Leute langfristig nur was ändern, wenn sich auch ihre Gewohnheiten ändern. Das gilt auch in der Suchttherapie zum Beispiel. Man hat ja so lange geglaubt, ich brauche nur die richtige tiefschürfende Emotionserfahrung und dann kann ich das Saufen sein lassen. Gibt es auch manchmal. Aber ich muss mir es hauptsächlich abgewöhnen. Und wenn das nicht gleichzeitig, und da ist Verhaltenstherapie gut, nur Verhalten, wenn es nur Gewohnheiten abgewöhnt ist, ohne dass man Zusammenhänge für Auslöser, für Ersatzbedürfnisse und so weiter, funktioniert es dann auch nicht. Aber ohne eine Pflege von Gewohnheitsänderung und einem Respekt davor, wie lang und wie umfassend das sein muss, bis sich das im System wirklich als Selbstläufer stabilisiert hat, der täte uns sehr gut. Ist denn hier die Jung'sche Typenlehre bekannt? Wer hat eine Idee, dass wir eine. Viele kennen sie auch unter dem MBTI-Begriff, Myers-Briggs Typeninventar. Die haben ja aus diesem Jung'schen Typenlehre-Schema ein ziemlich gut entwickeltes Instrument gemacht, das manche leider zu technisch verwenden. Sie verstehen dann einiges nicht. Aber sie haben es trotzdem eine ganz vernünftige Produktentwicklung gemacht. Also das ist so ein Schema, um zu verstehen, wie jemand sich organisiert. Vielleicht verwende ich gerade das Beispiel von einem Praktikanten bei uns. Da habe ich innerhalb von 30 Sekunden eine Wirklichkeitszielanalyse gemacht, die von den Socken gehauen hat. Das ist ein Physiker und als Physiker hat der bei uns Praktikum gemacht, wo man sich erstmal fragt, wie kommt eigentlich ein Physiker dazu, bei uns Praktikum zu machen? Und er hat es hochinteressant gefunden, war auch ein sehr, sehr konstruktives Mitglied unseres Teams. Er wirkte aber oft ein bisschen so, wie soll man sagen,
also im Gespräch etwas rigide und verhangen. Und da habe ich erzählt von dem Typenlehrer und dass man das ganz gut analysieren kann. Und dann gesagt, jetzt mach das doch mal mit mir. Und dann haben wir beim Kaffeetisch, habe ich gesagt, ja. Also jetzt stell dir mal, achso, und er sagte, er ist zwar ein kluger Denker, aber damit kann er seine Lebensorientierung nicht finden. Er hat das Gefühl, er studiert das falsche Fach, weil damit weiß er nicht, was für ihn richtig ist. Und er hofft auch in diesem Praktikum Lebenserfahrungen zu machen, die ihm helfen, besser zu finden, was für ihn richtig ist und was nicht. Und da habe ich diese kleine Analyse gemacht, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich hoffe, ich kriege es noch im Kopf richtig zusammen. Und da habe ich mir eine kleine Übung ausgedacht, die geht dann so, schließ die Augen, stell dir vor, du bist in einem Tagungshaus, da ist eine Versammlung hinter der Türe. Und du öffnest die Tür. Was begegnet dir? Und als erstes hat er so ein bisschen disgusted den Mund verzogen, ganz leicht. Da hat mir geholfen, dass ich bei El Peso gelesen habe, auch Spuren von Körperregungen zu identifizieren, dass wenn die deutlicher gemacht würden, was das eigentlich sein sollte. Hat er sich aber nicht erlaubt, aber ich habe trotzdem diese Spur gesehen. Und dann hat er als nächstes gesagt, wie war das nochmal? Dann hat er so vor sich hingeguckt, ja, da sind viele im Raum, kriegst du es nicht mehr genau zusammen, und da sitzen die vorne auf dem Podium. Und ich überlege mir, warum sitzen die alle so und gucken nur auf die vorne am Podium? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da ist irgendeine traumatische Szene, die hat was mit Versammlung und sonst wie zu tun. Aber ich habe es ganz nach dieser jugendlichen Typenlehre analysiert. Der war nach zwei Schritten nur damit zu beschäftigen, sich zu fragen, was machen die denn? Das heißt, er hat diese seelische Funktion des gedanklichen Ordnens aktiviert und hat versucht, damit Orientierung zu finden. Und ihm war gar nicht klar, dass er davor, und das ist jetzt die Wahrnehmungsfunktion, drauf geguckt hat, da sind viele Menschen und die gucken alle nicht zu mir, die gucken alle dorthin. Dass er diese Wahrnehmung gemacht hat, auf die er reagiert hat, durch seinen Versuch, das Ganze einzuordnen, war ihm nicht bewusst. Und was ihm schon gleich gar nicht bewusst war, dass nämlich seine erste Reaktion ein, ich habe das empfunden wie, er kommt eigentlich zur emotionalen Bewertung, die wollen mich nicht haben. Dessen war er sich aber überhaupt nicht im Klaren. Und ich vermute noch, das ist aber hinzukonstruiert, dass seine allererste Funktion, mit der er guckt, was hier läuft, nämlich die Ahnungsfunktion ist. Worauf läuft das Ganze hier raus? Ist hier was drin für mich? Dass ihn das als erstes interessiert, dass er dann eine Fantasie darüber hat, wie das wohl ausgehen wird, die Antwort dieser Frage, dass er daraufhin eine emotionale Bewertung hat, war ihm überhaupt nicht bewusst. Dann hat er stattdessen, musste er aber irgendwie gucken, wie finde ich mich hier zurecht, hat er die Wahrnehmungsfunktion in Gang gesetzt, weil man das wissenschaftlich begründet gut machen kann. Man guckt, was ist hier und wie ist das zu ordnen hier. Nur das hat ihm überhaupt nicht erklärt, warum er sich so fühlt, wie er sich fühlt, wenn er diesen Raum betritt. Und warum er oft so hölzern versucht, irgendwie sich zu organisieren. Und das war ihm... er hat da Gewohnheiten entwickelt, die Wahrnehmungsfunktion, also empirische Funktion, und die gedankliche Ordnungsfunktion für sich zu benutzen, um zu verstehen, was er vom Leben zu erwarten hat und wie er das findet. Und so hat er dann überhaupt nichts gefunden. Das heißt, du könntest den beraten, wie du willst, Thema nach Thema, solange er das von der falschen Wirklichkeitsfunktion her versucht zu verstehen, wird er es nie verstehen. Und jetzt ist dann wieder die Frage, ja, wie kann man diese anderen Funktionen schulen? Also zunächst einfach mal, indem man die Gewohnheiten identifiziert und dass er merkt, wenn er jetzt mit
wie kann ich mir das alles hier erklären, dass er weiß, damit finde ich das nicht, was ich suche. Das liegt aber nicht daran, dass wissenschaftliches Vorgehen falsch ist, sondern es liegt daran, dass an der Stelle ich eigentlich ein anderes Interesse habe, was zu erfahren, aber diese Funktion in mir unbewusst ist und nicht geschult. Also ich muss sie mir bewusster machen und ich muss sie mir schulen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil wir auch, wie wir es heute Morgen schon mal hatten, da kann man jetzt kein Trainingsmanual Schritt 1 bis 7 machen. Und da ist auch dieses MBTI manchmal etwas zu einseitig. Aber wenn du in einer Lernkultur, in einer Gruppe bist, die diese Dimension verstehen, dann können die ganz oft denen zu fragen, ihn fragen, ach, und wie glaubst du, wie wird es hier weitergehen für dich? So dass ja die Ahnungsfunktion, ja, worauf läuft es denn hier raus? Dass er so überhaupt irgendwelche Ideen dazu entwickelt. Und wenn es so wäre, wie wäre das für dich? Wie würdest du das bewerten? Und dann können sie ihm Feedback geben, was sie sehen, worauf es rauslaufen können und wie sie es bewerten. Und dann kann er die eigenen Ahnungen und die eigenen Bewertungen mit anderen seelisch begabten und in den Funktionen geschulteren Menschen abgleichen. Und auf diese Weise kann er langsam lernen, überhaupt über die richtige Orientierungsfunktion zu versuchen, Wirklichkeit zu begreifen. Das war jetzt ein extremer Fall. Aber wir müssen davon ausgehen, da hat der Jung ja eine sehr ausführliche Theoriebildung dazu, gibt es Aufsätze von uns dazu, die sagen, dass Menschen halt der Jung hat ja immer gesagt, es geht nicht um Vollkommenheit, es geht um Vollständigkeit. Und im Lauf des Lebens muss ich lernen, über alle vier Funktionen Wirklichkeit plausibel zu erkennen. Das heißt, es muss empirisch stimmen, also meine Intuition, wohin könnte es gehen, die müssen nachher abgleichen, geglichen werden mit dem, wohin ist es tatsächlich gegangen. Sonst kann ich nämlich meine Ahnungsfunktion nicht schulen, wenn die nie ein Korrektiv erfährt, sondern immer wieder neu irgendwas ahnt, und ich bewerte dann eine Situation daraus, was ich gedacht habe, was auf der Party laufen wird, und dann läuft die viel besser, aber ich merke es gar nicht. Ich sage mir nächstes Mal nicht, hey, du denkst wieder, das läuft scheiße, aber die letzte Party ist nicht scheiße gelaufen. Da hast du das auch gedacht. Jetzt wollen wir die Sache mal sorgfältig beobachten. Also das heißt, ein Self-Monitoring bezüglich der Ahnungsfunktion aufzubauen oder auch mit anderen zu sprechen. Was glaubt ihr, wie wird das laufen? Wann weiß man sowas, wie es laufen wird? Mit welcher Bewertung reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf relativ extrem und gehen nach einer halben Stunde wieder oder halten es halt irgendwie durch? Oder benutzen wir die Bewertung, um uns auch zu steuern, sodass wir mit der Zeit immer besser werden, Dinge einzuschätzen und dafür zu sorgen, dass wir uns darin gut zu bewegen in dieser Wirklichkeit? Und der Jung sagt halt, ein gutes Urteil über Wirklichkeit ist eines, das über alle vier einigermaßen kompetente seelische Funktionen zum gleichen Schluss kommt. Und das schützt uns auch davor, uns in Einseitigkeiten zu verrennen. Und der Mensch neigt dazu, und da gibt es auch familiäre Traditionen, da gibt es auch Bildungstraditionen. Bei uns haben wir ja ganz stark die Bildungstradition, dass das Empirische und das gedankliche Ordnen als die klügere Funktion gelehrt wird und ganze Wissenschaftsbilder genau darauf aufgebaut sind, sodass die Menschen an der Stelle überhaupt gar nicht eingeladen werden, ihre Ahnungen und ihre gefühlsmäßigen Bewertungen als ebenfalls gültige Dimension von Wirklichkeitsbeurteilung mit einzubeziehen. Also diese Einseitigkeiten, und die polarisieren sich dann wieder, wie wir das vorher auch bei Intensitätsverstärker und Intensitätsverminderer hatten. Und er sagt, was das ist generell jetzt Jungsche Psychologie, wenn Stärken einseitig ausgebaut werden und die dazu komplementären, weniger entwickelten Seiten mit der Zeit nicht nachentwickelt werden, dann kriegt das Leben einen einseitigen Trall und wird unglücklich. Deswegen ist es ganz wichtig, ab der Lebensmitte, wann immer man die heute ansetzt, das war zu jüngsten Zeiten vielleicht auch anders, aber mal grob gesagt, in der zweiten Lebenshälfte geht es mehr um Vervollständigung.
Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich war immer gut im genauen Einschätzen, wie die Sache sieht und wie man das ordnen kann und habe da meine Weisung gegeben, ich war zufrieden, habe mich ausgekannt, die Leute waren zufrieden und ich merke, das funktioniert nicht mehr. Dann würde man in der jüngsten Psychologie sagen, da beginnt jetzt der nicht zum Leben gebrachte Wirklichkeitszugang langsam subversiv zu dominieren. Er macht kleine Fehler, die das zunichte machen, was er bisher mit der starken Funktion hingekriegt hat. Jetzt will er seine starke Funktion noch stärker machen. Und dazu braucht er eine Lehrerin oder einen Lehrer, die ihm sagt, nein, du musst an der Stelle deine schwache Funktion entwickeln und läutern. Und die begegnet dir zum Beispiel in Träumen als der grobschlächtige Kerl, der immer nur stört. Das ist eine seelische Kraft, die aber, weil nicht gebildet, sich schlecht benimmt. Aber du kannst sie lernen zu bilden. Und du brauchst diese seelische Kraft. Also das ist dieses jungsche Denken, das mir immer sehr wichtig war, dass es um Ergänzung geht und nicht um einseitigen Ausbau von sehr guten Funktionen. Und das ist etwas, das kriegst du durch Kontrakt nicht. Da musst du Menschen, Lebenserfahrung und Menschenkenntnis haben. Da musst du Ideen haben, dass es das überhaupt gibt, dass man das ganz anders betrachten kann. Weil die meisten wollen zunächst einfach mal ihre Stärken ausbauen. Und das hilft auch dann beim Umdeuten. Man sagt, ja, außer dass das jetzt du den Burnout hattest und gemerkt hast, irgendwie stimmt es mit deiner Planung nicht. Und da können wir jetzt drauf gucken, was du an besserem Know-how in der Berufsentwicklung brauchst, was dich selbst betrifft, was Passung betrifft, aber auch was den Markt betrifft. Was die Befriedigungsfunktion von Einkommen betrifft und all solche Sachen kann ich mit ihm besprechen. Wichtig. Und dann kommt aber nochmal eine andere Ebene. Und könntest du dir auch vorstellen, bei der Gelegenheit zu merken, dass die Dinge nicht unter deiner Kontrolle sind? Und dass du auch noch dich beziehen können musst, wenn du es nicht mehr in der Hand hast. Und aufs Alter vorbereiten impliziert das. Oder bei jungen Frauen, ne, die einerseits kinderlos bleiben, andererseits alles im Griff haben. Ich sage, dein Körper wird vielleicht, solange du die einseitige Lebensphilosophie, dass du alles kontrolliert haben möchtest, nicht bereit sein für etwas, was andere seelische Dimensionen braucht. Antreiber kennt jeder. Ich finde die toll, allerdings habe ich sie anders gelehrt, als sie üblicherweise gelehrt werden. Sie werden gern etwas technisch gelehrt, also Sprachhinweise oder so. Ich habe die immer ganz anders gelehrt, ich habe die vorgespielt und jeder konnte spüren, was für eine Wirklichkeitsatmosphäre dadurch entsteht. Die Angst, sei beeil dich zum Beispiel. Die Angst, etwas nicht zu erreichen und aus dieser Angst heraus getrieben zu sein. Und da muss das Wort Eile nicht vorkommen. Da können ganz andere Worte vorkommen, die eigentlich zu anderen Antreiber besser passen. Aber dieses Atemloswerden unter dem Einfluss dieses Antreibers, das kann jeder spüren. Und die entlastende Wirkung, wenn der andere nicht sagt, jetzt müssen wir aber sehen, dass wir das wirklich hinkriegen, sondern stattdessen sagt, wir können darauf vertrauen, dass es gut wird und ich unterstütze dich darin, dass es gut wird. Und gerade weil wir beide zusammen intensiv diesen Hunger befriedigen wollen, dürfen wir nicht hinterherjagen. Sonst erwartest du nämlich Besuch, rennst aber dauernd rum, um den Besuch zu finden und der trifft dich nicht an, wenn er kommt. Also das ist das eine, die Art zu lehren und das erfahrbar zu machen. Ich habe, die Antreiber sind eher Wirklichkeitsatmosphären-Stil-Beschreibungen, die, so wie Kehler es auch beschrieben hat, natürlich auch auf persönliche Nicht-Okay-Empfindungen, Befürchtungen, wie man nicht zu dem kommt, was einem wichtig ist, einhergehen. Und ich habe dann mal gedacht, ich hätte den sechsten Antreiber gefunden, das habe aber da bei der Gelegenheit gemerkt, es ist kein sechster Antreiber, sondern es ist eine Konterdynamik zu einem Antreiber. Also der beeil-dich Antreiber kann so da sitzen. Ganz ruhig.
Mutter, Gemach, bleib locker. Kennt ihr auf die Idee, dass das ein beeiliger Antreiber ist? Das ist eine Kontodynamik. Der hat eigentlich Angst, er kriegt es nicht hin, aber er glaubt, er kommt eh nicht hinterher. Deswegen macht er das, was man in der Psychoanalyse eine Reaktionsbildung nennt. Wenn man aber, und da gibt es physiologische Experimente dazu, sich den Cortisolspiegel und all die Sachen intern anguckt, ist er in höchster Antreiberanspannung, und zwar beeiliger Antreiberanspannung. Jetzt müssen wir lernen, außer den manifesten Antreiberdynamiken auch die Kontodynamiken zu identifizieren. Also zum Beispiel sei gefällig Antreiber, das können Leute sein, die ausgesprochen garstig auftreten. Da kommt natürlich jeder auf die Idee, er muss halt auch mal ein bisschen netter und verträglicher und entgegenkommender sein. Das ist natürlich super, einem sei gefällig Menschen zu sagen, musst auch mal ein bisschen netter und entgegenkommender sein. Da muss man kapieren, dass dieses garstig sein einerseits das Weltbild ist, wenn ich nicht ganz nett und gefällig bin, werde ich nicht gemocht und komme eh nirgends hin. Und die Rebellion dagegen, und ich will das nicht. Ich will das anders haben, was ein berechtigtes Anliegen ist, aber dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen gelöst wird, garstig sein. Und das biete ich einfach als Deutungsschema an, dass man auch lernt zu identifizieren, dass jemand, der sich garstig zeigt, durchaus im Sei-gefällig-Antreiber sein kann. Und das gilt für die anderen Antreiber auch, ich habe das beschrieben in dem entsprechenden Aufsatz. Ein ganz neues Stichwort, das ich aufgegriffen habe, das ich noch nicht ausgearbeitet habe, aber so, dass ihr auch merkt, wie ich halt einfach sowas, wenn es dann irgendwann mir vorbeikommt, aufnehme. Das ist in irgendwelchen Management-Aufsätzen, habe ich gefunden, dass die Unterscheidung zwischen Giver und Taker machen. Finde ich ganz spannend. Also eine Führungskraft, die zu dir kommt und fragt, was kann ich für dich tun, verbreitet eine andere Kultur als eine Führungskraft, die zu dir kommt und sagt, was kannst du für mich tun? Ja. Und es ist so wie Intensitätsverstärker und Verminderer. Es ist interessant zu gucken, bin ich eigentlich eher ein Giver oder ein Taker? Beide haben ihre wichtige Funktion. Aber wenn es einseitig gelebt wird, also die Taker sind auch welche, die die Welt in Anspruch nehmen, zum Beispiel als Unternehmensführer, um auch was voranzubringen, die Leute einspannen. Und es ist gut, dass die nehmen. Aber wenn sie nur nehmen und die anderen das Gefühl haben, dass und andere, die geben mehr, die im Zweifel geben, die eher sehr oft Frauen, aber durchaus auch Männer, wenn das dann einseitig verteilt ist, dann kann das sehr schwierig werden. Man kann der Taker praktisch zum selbstherrlichen Despoten werden und erwarten, dass alle ständig nur damit beschäftigt sind, ihn mit dem zu füttern, was er sich vorstellt, was er gerne haben wollte. Aber auch die Giver können nervig werden. Ich denke an eine Verwandte, die weiß gar nicht, was sie nehmen wollte. Also außer anderen was geben, kann die nichts. Und deswegen darfst du nicht den Tisch helfen decken und abdecken. Nein, das mache ich schon. Ständig aber überlastet. Kein erfreulicher Mitmensch, also total übertrieben in der Einseitigkeit des Gebens, muss dringend nehmen lernen. Manchmal sehr rudimentär, weil ich bin auch eher ein Giver. Wenn ich gefragt werde, was brauchst du, gerade ich immer erstmal in Irritation. Brauche ich eigentlich nicht. Ich kann eh alles, mach alles. Aber ihr könnt haben von mir, so viel ihr wollt. Aber das ist halt wie bei Export und Import. Es können nicht alle Exporteure sein. Es muss irgendwie ein Ausgleich und eine wechselseitige Würdigung geben, damit da ein lebendiger Austausch ist. Also das ist zum Beispiel ein Konzept, von dem ich glaube,
das man noch ausbauen könnte und dass zum Beispiel die Stroke Economy, die wir ja klassisch kennen aus der Transaktionsanalyse, sehr erweitern könnte. Dass ich auch gucke, ist das eine persönliche Haltung, die ich erworben habe, gilt die in bestimmten Bereichen, in anderen aber nicht. Aber ich habe dort gar nicht gelernt, weil ich da in bestimmten Bereichen gibt es keine Chance, dass ein anderer mir was geben kann. Das kann ich so viel besser, da bin ich einfach ein Giver. Aber es gibt Bereiche, da brauche ich auch was, aber ich habe nicht gelernt, es nachzufragen. Oder ich habe, wenn ich es nachfragen kann oder es mir begegne, nicht gelernt, es als Bereicherung zu erleben. Und da entstehen andere Vorstellungen, was dazu zu lernen ist. So, das ist Work in Progress. Habt ihr ein Gefühl dafür, was Wirklichkeitsstilanalyse meint? Und ich sage immer, anlässlich einer Beratung, egal zu welcher Sache, zu welcher Rolle, zu was immer, wenn ich bei der Gelegenheit über die Logik, wie ich Wirklichkeit herstelle und in welche Wirklichkeit ich andere wie einbeziehe, dazu lerne und erweitere da mein Repertoire oder korrigiere auch manches, was nicht funktional ist, das hat einen Multiplikationseffekt, der weit über die jeweiligen Inhalte hinausgeht. Und deswegen fände ich das ganz toll, wenn das eine wesentliche Disziplin für Transaktionsanalyse würde. Und es muss noch viel entwickelt werden. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Einerseits würde ich gerne, weil das nächste Kapitel ein großes und langes ist, Begegnung würde ich da gerne mit anfangen. Andererseits habe ich jetzt schon einige Gene gesehen. Und ich würde euch da jetzt, glaube ich, nicht überstrapazieren wollen. Was man vielleicht machen könnte, um es einfach aufzulockern, dass ihr nicht weiter aufnehmen müsst, wäre, wenn jemand sich interessiert für seine für diese Wirklichkeitssache, dass ich einfach mal ein kleines Interview mache. So 20 Minuten oder sowas. Wäre das was, dass ihr einfach auch mal einen anderen Modus erlebt? Gut. Ja, ich brauche aber erst ein Opfer. Du warst ein bisschen schneller. Darf ich sie dann nehmen? Und gut. Alles klar, dann 5 Minuten Pause. Also das ist Daniela und du weißt, es wird aufgenommen? Ja, du hat sie mir gesagt. Ist okay, ja. Das sag nur Dinge, die auch nachher auf YouTube sein dürfen. Mhm. und ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt, aber ich habe einfach gedacht, einmal ist immer interessant, mich mal arbeiten zu sehen, wenn man das nicht gemacht hat. Wenn ich Gruppen überzeugen möchte, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, mache ich einfach eine Beratung. Weil da auf ganz vielen Ebenen lernen sie mich auf diese Weise kennen und dann kommen sie auch in der Regel wieder. Und jetzt, was ich normalerweise am Anfang mache, ich sage es jetzt nur, ich mache das jetzt nicht, ist, dass ich so ein bisschen meinen Beratungsstil erkläre. Mhm. Dazu gibt es jetzt gerade ein Buch, in dem das gerade in Druck gegangen ist, und der Haifisch, der hat Zähne, heißt das Buch, das erklärt ein bisschen meine Beratungsphilosophie, da geht es um Schattenintegration. Und ich mache ein kleines Gespräch über deinen Stil, was du so über dich weißt, wo du eine spezielle Unterstützung brauchst, über mein, wie ich agiere. Das werde ich jetzt nicht alles machen können, sonst kriegen wir das in 20 Minuten nicht hin. Nur einen Tipp, guckt nicht, wie es auf euch wirken würde, wenn ihr da seht, sondern guckt, wie es auf Daniela wirkt. Weil da ist jede Beziehung anders. Mhm. Aber vielleicht eine Frage noch, bevor wir, was immer dein Anliegen ist, reingehen. Gibt es irgendetwas, du kennst dich ja schon länger in solchen Situationen, worauf ich achten könnte, wo ich dir auch eine spezielle Hilfe sein könnte? Ja, so... Also beim Verhalten reden, wie sich die Tonalität ändert. Und wofür könnte das gut sein? Das kann gut sein für mein deutliches Kommunizieren.
Das ist dir ein Anliegen. Das ist mir ein Anliegen, Gedanken, Gefühle zu ordnen und dies dann in einer Sprache wiederzugeben, die verständlich ist. Also Art und Weise, nicht ein gutes Deutsch, sondern einfach auf eine Art und Weise, die verständlich ist. Also, genau. Ich glaube, das ist verständlich. Mhm. Gut, das, ja, ich höre, das ist ein Thema für dich. Ich weiß nicht, ob ich das teilen würde. Ich hatte dich ja noch zu wenig erlebt. Ja, ja. Vielleicht bist du völlig klar und denkst nur, du wärst unruhig. Das kann sein. Das wäre dann das Thema. Aber das nehme ich jetzt einfach mal so, weil wir sonst auf den Fokus kommen, von dem ich nicht weiß, ob er wichtig ist für dich. Sagst du mir einfach mal kurz, was dich jetzt bewogen hat, so schnell zu sein und dich herzusetzen? Du hast das Angebot gemacht, unsere Wirklichkeitswahrnehmung oder Perspektive kennenzulernen. Das ist, wir haben die verschiedenen Modelle sehr inspiriert, habe auch gesehen, ich sehe mich da ein bisschen, ich sehe mich da ein bisschen, ich sehe mich da ein bisschen und gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, also, ja, mich da auf diese Weise zu sehen, ist ein neuer Ansatz. Und Wirklichkeitsbetrachtung, diese Aufgabe jetzt mit dir zu besprechen, finde ich spannend. Also mich auf diese Weise kennenzulernen, finde ich spannend. Ich weiß noch nicht, was da jetzt sozusagen der Fokus bei dir sein könnte, weil ich kann sozusagen, ohne dass ich mit der Zeit ein Anliegen rausschält, kann ich auch nicht arbeiten. Aber ich würde, was ich mal einfach ausprobieren kann, ist dir zu beschreiben, was bisher passiert ist. Ja. Du warst sehr schnell, warst wirklich die schnellste im Strecken. Und du erzählst jetzt von dir, dass du inspiriert warst durch Dinge, dich auch für neue Perspektiven auf dich zu schauen, interessierst und auch, dass du Dinge gern auf ihren möglichen Verwertungsqualität aktiv abklopfst. Ja. 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 Also, sagen wir mal, aus dem, was ich bisher jetzt in diesen 3 Minuten gesehen habe, was in Wirklichkeit zwischen uns entsteht, würde ich dein Paar so beschreiben. Wenn ich von außen auf uns gucke, hätte ich jetzt so das Gefühl, okay, jetzt muss der Bernd sich was ausdenken, wie er daraus eine vernünftige Beratung macht, weil er kriegt eigentlich kein Anliegen dafür. Jetzt. Die Verwertung. Also schaue ich nehme was auf, verwerte, erfahre es und wenn ich es in der Beratung dann anwende, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich zu kompliziert das wiederbringe. Und zu kompliziert heißt nicht, ja, was heißt zu kompliziert? Ja, das ist wieder die Frage, für wen ist es zu kompliziert? Das kommt mir jetzt spontan in den Sinn. Ja. Erzähl ruhig weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist zu kompliziert für das Gegenüber oder den Kunden, Klienten, was auch immer jetzt mit mir arbeitet. Weil das jetzt erstmal ein Beschreibungsetikett ist. Ja. Kannst du mir irgendwas sagen, was du beobachtest, aus dem du das damit zu tun hat, dass du denkst, dass das ist das vielleicht zu kompliziert, weil sonst kann ich mir kein eigenes Bild machen, sonst muss ich nur mit deinem Etikett leben oder nicht leben. Genau, also ich sehe, dass Gegenüber es sich verändert, also eine gewisse Unruhe kommt, Fragen kommen, die klärend sind, die ich als klärend verstehe. Fragen vom Gegenüber? Vom Gegenüber, genau, die ich als klärend verstehe. Oder Unsicherheit von mir, dass ich nachfrage, habe ich
so erklärt, dass sie es verstehen. Mhm. Und ich möchte das verhindern. Also ich möchte nicht oft nachfragen müssen, ob das verstanden ist. Und ich möchte mich wohl beeilen, merke ich jetzt gerade in der Kommunikation. Also grundsätzlich, ich gebe etwas wieder, muss und habe dann das Empfinden, ich muss das ich muss es überprüfen immer wieder, ob das jetzt wirklich so angekommen ist. Das heißt, du erlebst dich da relativ häufig in der Urteilsunsicherheit. Ja, genau. Stimmt das eigentlich? Ja. Sind wir an was dran? Macht das dort Sinn? Macht das hier Sinn? Ja, genau. Okay. Und was du dann, ich höre dich jetzt so erzählen, ja, die Schilderung, dass du dann so hin und her gerissen bist zwischen Nachfragen, bis es sich klärt, mhm, und diese Urteilsunsicherheit bei, mhm, bei dir und auch bei, ja, den anderen und vielleicht in dem Hand, automatischen Hand-in-Hand-Spielen, mhm, und das, ja. Und der Fokus ist dann bei mir und das möchte ich nicht. Ich möchte den Fokus auf den Kunden haben. Okay. Also in diesem Moment, das sind 40 Minuten, 45 Minuten. Mhm. Und ich berate vielleicht noch zur Erklärung, ich berate bei der beruflichen Neuorientierung. Also, mhm. So. Was ich jetzt mache, ich mache gerne Außenlautsprecher. Gut. Dass ich versuche, wie ich mich versuche zu orientieren und zu steuern. Mhm. Dass ich das laut sage. Mhm. Und ich habe jetzt so eine Reaktion, während wir geredet haben, gehabt und sagt, ja, so geht es mir jetzt auch in unserem Gespräch. Mhm. Ja, mhm. Weil ich habe zwar von dir ein Verwertungsinteresse, mhm, gehört, aber ich habe kein Anliegen, an dem ich mich orientieren kann. Das heißt, mhm. Und deswegen fehlt mir die Orientierung, welcher Fokus wesentlich sein könnte. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, ich könnte jetzt praktisch ins Gleiche geraten, dass ich mit dir versuche, jetzt irgendwas zu bewerkstelligen, aber eigentlich haben wir gar kein richtiges Thema, das dir und mir wirklich überzeugend, mhm, ist. Frage an dich, aus dieser Situation jetzt eine Wirklichkeitswahrnehmungsperspektive meines Ichs oder meiner Person zu definieren, ist jetzt nicht möglich, oder? Ist das möglich? Nein, ich will noch gar keine Schluss ziehen. Ich will nur einfach so versuchen, mhm, rauszufinden, in welche Wirklichkeit komme ich mit dir, mhm, und hat es vielleicht etwas mit deiner Wirklichkeitskonstruktion intern zu tun, mhm, in denen ich jetzt ein Mitspieler werde. Ja. Und vielleicht komme ich in eine Rolle, in der du sonst kommst, aber die Inszenierung ist die gleiche. Ja, weil, ja, ich komme normalerweise in solche Inszenierungen nicht. Mhm, mh. Also das bringst du vielleicht, das Drehbuch für solche Inszenierungen bringst du auf irgendeine Weise vielleicht mit. Und ohne recht zu wissen, wie du das machst, inszeniert, mhm, sich das. Mhm. Und du würdest eigentlich gerne was anderes spielen, aber jetzt wird das gespielt und du musst irgendwie mit deiner Rolle zurechtkommen. Ja, das ist gut. Ja, du forderst mich raus, das ist gut. Also ich fordere nicht leicht. Ja. Es ist immer noch so, dass ich die Wahrnehmung habe, ich, ja, kommuniziere zu kompliziert. Das ist so grundsätzlich meine Annahme und meine Thematik. Ja, manchmal, das will, oder? Ich dir auch gar nicht, mhm, ausreden. Ich persönlich bin nicht überzeugt von dem Etikett. Okay. Ja. Also wenn ich versuchen würde, mal zu beschreiben, was ich dich erlebe zu tun und, ja, in welche Rolle und in was wir dann auf die Weise hineingeraten, habe ich den Eindruck, du hast einen feinen Sinn für was Interessantes. Mhm. Und mir ist das Wort Vorratslernen irgendwie in den Sinn gekommen. Du versuchst vielleicht sozusagen in einem Vorbereitenden dich da fit machen, dich da anzunähern, weil du merkst, da ist was drin, mhm, aber die Substanz dessen kann man ohne einen sinnvollen Inhalt, mhm, gar nicht lernen. Mhm. Also das Vorbereiten des Lernens an der Stelle vielleicht
ehrenwert, also verständlich, finde ich ein Kompliment, dass du das möchtest, aber vielleicht nicht das Motto, nicht der Modus, in dem du es verstehen kannst, weil du es mit etwas Wichtigem verbindest und in dem ich es an etwas anknüpfe, was du als plausibel erlebst, wirklich. Und ich würde dann auch in die Not geraten, sozusagen mit Hilfskonstruktionen, dir dennoch plausibel zu machen, ja, was ich dir beibringen wollte. Ja. Aber das wäre eigentlich schade. Das ist schade. Genau. Und ich würde vor allem, ich finde, ganz toll finde ich dein, dass dein Interesse angetriggert wird und dass du was mitmachen möchtest. Aber vielleicht muss man darüber nachdenken, ob du nicht über andere Modi versuchen könntest, diesem Verwertungsinteresse zu folgen. Ja, jetzt bin ich am Überlegen oder mehr am Versuchen, das einzuordnen bei mir. Ja. Was machen wir jetzt als nächsten Schritt? Ja, das finde ich prima. Ja, das sollten wir nicht versuchen, kompliziert zu sein, sondern zu gucken, können wir mit dem, was wir haben, überhaupt was machen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei dir, also außer dass du gerne verstehen möchtest, was diese ungute, ich bin zu kompliziert interpretierte Situation ist und welche Alternativen es gibt. Also ich kann unmittelbar spüren, dass es wahrscheinlich so schön für dich ist und dass du es gern da leichter und flüssiger haben möchtest. Ja, also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du mir sagst, Daniela, du bist jetzt ein bisschen stark auf der, sagen wir, Annahme und es wäre jetzt gut, wenn du nach der Jungschen, Typen, so, was die Wahrnehmungsperspektive ist, oder zum Beispiel. Das stellt sich bei mir nicht ein, ich weiß auch gar nicht, ob das in dem Fall sinnvoll wäre. Ich merke das mir das dauernd als Hypothese, aber als eine bisschen platte Hypothese, wo wieder ins Hirn kommt. Ich hatte eine Stimme, sagt in mir, schade, dass die Daniela nicht die Geduld hat zu warten, bis es wirklich wichtig wird. Dass die immer schon lernen will, wenn es noch gar nicht reif ist. Die isst dauernd grüne Früchte. Das ist ja auch wieder etwas sehr Wertvolles, das ich mitnehmen kann, oder? Ja, das ist, dann sind wir beim Antreiber vielleicht. Vielleicht. Ich habe noch keine Etikett dafür. Ich mache jetzt mal ein Etikett. Oder ich nehme eins, das ich schon kenne. Würde ich nicht tun. Ja. Würde mich nicht glücklich machen. Also auch da bist du vielleicht ein bisschen übereifert. Also, aber sagen wir mal so, du reagierst ganz gut auf meine Beschreibung, dass du vielleicht versuchst, die Dinge frühreif zu machen und dass du deswegen dich schlecht orientieren kannst. Und auf welcher Ebene dir da jetzt geholfen wäre, kann ich jetzt so schnell nicht sagen. Also in der Art würde man sagen, da geht man so ein bisschen in die Erlauber, hab Vertrauen, dass du schon lernen würdest, worauf es passt. Und versuch nicht auf Vorrat was zu machen. Und meine Erfahrung ist auch einfach mit Schulung, ohne ein Anliegen, das dem anderen auch wirklich was bedeutet, kann man sich als Beraterin auch nicht orientieren. Du bist dann ständig in der Vielfalt dessen, was man jetzt reden könnte, verloren und kannst irgendwas ausdenken. Die starke Orientierung, was in dem Fall gut und wichtig werden kann, kriegst du eigentlich erst, wenn beim anderen wirklich ein Anliegen langsam zum Vorschein kommt. Also bei mir jetzt zum Beispiel. Ich werde der andere. Ja, jetzt bei dir zum Beispiel. Ich meine, wir haben so ein bisschen, sagen wir mal, ein Ersatzanliegen. Oder nein, das ist kein Ersatz. Das ist schon ein Anliegen. Weil diese genau. Situation ja wirklich so ist, dass du ein Stück... auch also unter ihr leidest. Ja, also sie hemmt mich, oder? Ja. Ist schon ein Anliegen, bezogen auf deine Klienten ist es dann vielleicht nicht so. Also wenn du im gleichen System mit deinen Klienten bist, das wäre jetzt interessant, da können wir vielleicht ein bisschen versuchen reinzugucken. Ich weiß nur nicht, ob ich das durch Erzählung von dir verstehen kann, wie ich das beschreibe, weil das ist dann, was da passieren würde. Ob du da die Ruhe hast, hier vom anderen wirklich aus dem Leben erzählen zu lassen. Und was wir zum Beispiel machen, wenn jemand einfach was erzählt, aber man nicht erkennt, so what, dann haben wir diese sprachliche Metapher dafür sagen, was ist denn daran dein Steuerungsproblem?
Also dass du nicht einfach was schilderst, was dich beschäftigt, weil es gibt immer Dinge, die einen beschäftigen, so eher die Frage, und was ist an dem Problem ein Steuerungsproblem für dich, dass du vielleicht mit dem, wie du es bisher versuchst zu steuern, nicht hinreichend lösen kannst. Ja. Und auf dich jetzt bezogen, würde ich das so formulieren, dass du sagst, dein Steuerungsproblem ist, dass du irgendwie es versäumst oder nicht genügend lang wartest, bis der andere etwas, was seine Seele wirklich will, anbietet. Weil wenn das bei dir durchkommt, wenn es zum Ausdruck kommt und bei dir durchkommt, und da darfst du einfach nachfragen, man darf im Leben fragen, so what? Warum erzählst du mir das? Was kann ich dazu beitragen? Ist das jetzt ein Schwank aus deinem Leben oder ist da was wichtig dran? Und was ist aus deiner Sicht das Wichtige dran? Und was versuchst du, das Wichtige mit dem Wichtigen umzugehen? Und wie würdest du das beschreiben, wie das passiert und was daran gefällt dir nicht? Und was hast du bisher schon getan, um das zu verbessern? Oder mit welchen Menschen hast du dich schon besprochen? Was haben die dir gesagt? Was hältst du von dem, was die dir gesagt haben? Also wirklich so nach und nach ein gemeinsames Lernsetting, das wirklich persönliches Lernen zu einem als wichtig empfundenen Steuerungsanliegen langsam aufbauen. Du lächelst so? Ja, weil ich überlege jetzt so gegenüber den anderen oder des Du's. Ich nehme es mit für mich als Steuerelement und nicht in meinem Verhalten gegenüber der anderen Person. Weil da du darfst den anderen auch fragen, normalerweise. Ja, ja, das schon. Aber ich glaube. Weil sie mit ihrer üblichen Art der Steuerung nicht das erreichen, was sie erreichen wollen. Also geht es darum, die Steuerung zu entwickeln. Aber das ist auch, ja. Also das kann ich jetzt erstmal so einfach nur als Anregung stehen lassen. Ich würde gerne, was deinen Kontext betrifft, noch einfach Anregungen geben oder auch ein, zwei Fragen noch stellen. Ja. Ich vermute mal, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass du versuchst, mit dem irgendwie umzugehen. Nein. Und wie ist es denn bisher gegangen? Mit wem hast du gesprochen und was hast du denn von den anderen zugetragen gekriegt dazu? Unterschiedlich. Dass es je nach Befindlichkeit ist von mir selbst, also je nachdem, inwiefern, dass ich in einer Situation bin, also auch der Kontext wirkt auf mein Verhalten, sagen wir jetzt mal, auf dieser Ebene. Also du kriegst gesagt, dass du da als unterschiedlich erlebt wirst? Ja. Und das Kontextauslöser, das, was immer es ist, ich bin zu kompliziert, das Etikett würde ich streichen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Aber wir brauchen eine andere Beschreibung dessen, was da wirklich passiert. Ja. Und da weiß ich nicht, hast du denn von anderen schon mal eine gute Beschreibung? Haben sie gesagt, ja, das kenne ich an dir, das habe ich schon miterlebt. Und aus meiner Sicht passiert da Folgendes, von außen gesehen. Hast du denn da schon mal Beschreibungen gekriegt? Ja, privat zu Hause. privat zu Hause. Vom Partner. So. Kriegst du dann schon? Ja. Solche Beschreibungen. Also, manchmal, ja. Gut, dann würde ich eher, wenn es dich interessiert, dich ermutigen, da Studien zu betreiben. Also Menschen, die dir sagen, ich erlebe dich da als unterschiedlich, dass du mit denen studierst, was die Auslöser sind, dann wissen wir, wann wird das, was immer es ist, genau ist, unter welchen Umständen es aktiviert wird, auch wenn es sich wieder verflüchtigt, ob das Zufall ist, ob es da ein Muster erkennbar ist, ob du selbst was dafür tun kannst, ob du bestimmte Einladungen brauchst, Hilfestellung durch andere, sodass du das Ganze drumherum ein Stück besser studierst. Und was mir nach wie vor nicht klar geworden ist, wie du dich tatsächlich verhältst in der Situation. Das können wir aber in unserem Gespräch auch jetzt nicht abbilden. Aber da würde ich dir sehr empfehlen, Menschen, die dich da erleben, dass die dir helfen,
dieses Etikett, ich bin zu kompliziert, dafür weitere Beschreibungen und größere Zusammenhänge und Bilder, also es einfach ein bisschen studierst. Und ich glaube, dass es, auch wenn es jetzt in unserem Gespräch nicht so seelisch direkt überzeugend plausibel geworden ist, glaube ich dir, dass es ein wirklich echtes Anliegen ist. Und wir haben es in der Form, in der wir hier jetzt arbeiten können, nicht so leicht aufeinander gekriegt. Für mich ist es in Ordnung, für mich ist auch einfach Perspektiven setzen, die vielleicht arbeiten als Forschungs- und Betrachtung, ist für mich ein wichtiger Teil von Beratungsarbeit. Man muss gar nicht gleich Antworten zu Antworten und Lösungen finden. Nur dass wir beide jetzt halt schlecht nach einer Zeit auswerten können, da braucht es. Also ich finde es jetzt, wie soll ich sagen, es gibt mir einen Impuls, das zu überlegen und reflektieren, und das finde ich schon sehr nützlich, oder? Ja, das freut mich. Es ist gut, wenn du Partner hast, die mit dir da eine Studiengemeinschaft bilden, aber die nicht auf diese Etiketten reinfallen, weil die habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, woher die kommen, das könnte deine eigene Geschichte sein, du bist zu kompliziert. Da denke ich jetzt, hat das vielleicht was mit Identitätsüberzeugung zu tun, die in gewissen Kontexten aktiviert wird. Da will ich sogar mal biografisch nachgucken. Aber das können wir jetzt in dem Sinne machen. Ja, lassen wir dir. Ja. Okay, danke vielmals. Ja, es ist okay, Daniela, dass wir es an der Stelle dann auch jetzt erstmal beenden. Und jetzt haben andere nochmal Gelegenheit, einfach ihre Resonanz zu geben. Du musst dich aber daran nicht beteiligen. Sie sollen auch nicht zu dir sprechen. Ja, das ist okay. Setzt du dich gerade? Ja. Verlässt du deine Position? Ja, dann genau, ist es dann habe ich eine neue, eine andere. Genau. Ja, wir haben noch, ich weiß nicht genau, wie es doch ist. Ja, ist schon 3 Minuten durch, aber wir nehmen uns vielleicht noch 5 bis maximal 10 Minuten, wenn ihr einfach noch mal Resonanz geben wollt, was ihr jetzt wahrgenommen habt und ob ihr was kommentieren oder fragen wollt. Für mich war zu sehen, dass auch wenn das Anliegen quasi nicht greifbar war im Moment und im Gespräch, dennoch Impulse wechselseitig sich ergeben haben und das Gespräch ruhig und entspannt verlaufen ist. Ja. Und oft kann er dann so Anliegen, oh Gott, ich muss ja jetzt das Anliegen klären, ach du lieber Gott, sondern da trotzdem ein sehr fruchtbares Gespräch daraus entstanden ist in der kürzeren Zeit. Das fand ich spannend. Themenschwerpunkte woanders liegen und man trotzdem dann da konstruktiv mit dem Gespräch kann. Ja, fand ich spannend, ja. Mich hat angesprochen, wie du das gemacht hast, wenn du diese Impulse zur Verfügung gestellt hast. Ich merke, ich mache das wenn und das habe ich jetzt dir angeregt. Also diesen Raum auch zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, dass eine Regung passiert bei Daniela, jeder ist so auch körperlich. Ja. Ja. Das mache ich, indem ich einfach in mich reingucke und das Material, das ich für das gemeinsame Lernen habe, von dem ich noch nicht weiß, wie man das, was man damit machen kann, dem anderen zur Verfügung zu stellen. Vielleicht fällt dem ein, was man damit machen kann. Oder manchmal versuche ich auch zu sagen, jetzt habe ich eine Idee, was ich gern probieren würde, ich kriege es aber noch nicht recht auf die Reihe. Wenn der weiß, was ich probieren will, fällt dem nicht eine Möglichkeit an, einen schlechten Versuch in einen besseren zu verwandeln. Also ich nenne das Learning Conversations. Wir beide lernen ständig dazu, bilden eine Lerngemeinschaft. Und so auch habe ich mich ertappt dabei, dass ich versuche, schon perfekt darzustellen. Und dieses hat mir, also dieses Kreative hat mich jetzt angesprochen. Mich würde es interessieren, warum du das Thema eigentlich hat sie in Anliegen genannt, mit ich vermittle zu kompliziert. Das ist auch kein Anliegen, das ist eine Etikettierung von Verhalten. Und ich weiß nicht, ob ich habe das Etikett von Anfang an nicht geglaubt. Bitte? Ich habe das Etikett von Anfang an nicht geglaubt. Okay, ich Etikett. Warum bist du denn nicht auf die Schliche gegangen? Im Sinne von konkretes Beispiel, was sind die konkreten Beobachtungen dazu, die Fakten dazu? Man hätte ja da auch reintauchen können in dieses Thema. Also spontan würde ich sagen, weil ich nicht die Hoffnung hatte, über dieses analytische Instrument irgendwas Relevantes zu erfahren.
Ja. Weil ich hatte gleich das Gefühl, das Etikett ist eher ein Problem als eine Lösung. Hat vielleicht, ist einen eigenen Fokus vielleicht wert. Und das andere ist, dass wenn ich mich jetzt davon abhängig gemacht habe, dass sie mir die Situation so schildert, dass ich meine, mir ein Bild machen zu können, und sie schildert mir sie dann nicht so, dass ich mir ein Bild machen kann, dann habe ich die Arschkarte. Und ich bin ja nicht blöd. Und deswegen habe ich eher mit dem, was ich miterlebt habe, versucht, ein Stück zu arbeiten. Und mir Fantasien gemacht, welchen Bezug das vielleicht haben könnte zu der Situation, die sie schildert. Da sind wir aber in den Anfängen und bei ein paar Anregungen geblieben. Aber das wäre mir lieber, als wenn ich auf eine analytische Schiene gehe und kriege gar keine Informationen, mit denen ich wirklich was machen kann. Dann habe ich nämlich das Problem, dass ich dauernd nachhake und am Ende kommt doch nichts raus. Und dann bin ich in ihrer Situation dem Klienten gegenüber. Ich hatte nur so einen kurzen Moment, wo ich dieses Giver and Taker irgendwie gespürt habe und dass du eigentlich nicht drauf eingegangen bist. Das Giver. Doch, ich habe viel gegeben. Ja, ja, ich fand schon, weil der Ursprung war ja eigentlich ganz was anderes. Ich glaube, schon, du musst den Namen nochmal wissen. Daniela, genau. Hat ja eigentlich den Ursprung, weil dass sie was gesucht hat von Perspektivenzuordnung, von der Wahrnehmung. Und du hast dann das Beispiel erfragt und das nachher und drehte sich ja alles um dieses Beispiel. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Und jetzt habe ich gedacht, ja, mal sehen, was passiert jetzt, oder? Und dann gibt es manche, die würden jetzt davor reingehen. Und du hast einfach gesagt, du siehst ja jetzt gar nichts. Und das fand ich spannend. Also du bist so weg von dieser Geberrolle, von für mich jetzt gesehen, eigentlich. Genau. Ja, ich würde es anders beschreiben. Ich bin nicht von der Geberrolle weg. Und das ist ganz wichtig, damit, also ich bemühe mich, auch wenn der andere sozusagen kein ordentliches Anliegen, das nicht komfortabel macht, bietet, trotzdem nicht ihn hängen zu lassen oder auf der anklagende Seite zu gehen. Sondern zu sagen, wir können auf einer anderen Ebene, können wir gucken, können wir mit dem was anfangen. Wir sind beide nicht verantwortlich dafür, wenn das Material nicht für mehr reicht. Aber für das, was wir haben, aus dem machen wir das Beste und da bin ich mir auch nicht zu schade drum. Was ich unheimlich schön gefunden habe, eben das gemeinsame Learning eigentlich, wie du so eine Vertrauensebene zu Daniela aufgebaut hast, wo du dich nicht drüber gestellt hast oder drunter gestellt hast, sondern du hast dir wirklich so sehr viel Vertrauen vermittelt, habe ich den Eindruck gehabt, wo ein kein gutes Setting entstehen konnte. Das habe ich wirklich sehr schön gefunden. Ich finde es auch in Ordnung, wenn der Klient noch nicht die Form hat für das, was er will. Er weiß ja oft selbst nicht, was er will. Und da finde ich es in Ordnung, wenn man einfach gemeinsam daran versucht, bestmöglich rumzubasteln und vielleicht zeigt sich es. Und da ist wichtig, dass man nicht in Spieldynamik denkt. Nach dem Motto, du willst ja bloß, dass ich schlecht aussehe. Ich schätze Daniela nicht so ein, dass es für sie interessant wäre, sich dahin zu hocken, nur damit ich nicht gut aussehe. Die will was, sonst setzt sie sich nicht dahin. Also verwertungsorientiert, das hat mich auf jeden Fall an ihr überzeugt, dass sie das ist. Und ich glaube, das wäre höchstens, wie Vanita sagen würde, ein Trostpreis, wenn ich dann sozusagen trotz Bemühen dann doch nicht so gut dabei wegkäme. Aber ich glaube nicht, dass es der Hauptpreis ist, weshalb sie sich hersetzt. Und trotzdem, das wird damit Beziehung geschaffen. Ja, finde ich auch. Aber ich meine, natürlich will ich eine gute Figur machen, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen was zeige, diese Art. Aber wenn jeder, ja klar. Aber ich bin davon nicht abhängig. Es ist, ich weiß, dass ich beraten kann. Und deswegen mache ich mit dem, was im Moment möglich ist, zeige ich das relativ Beste, was aus meiner Sicht möglich ist. Und wenn das nicht sehr viel ist, ist es halt nicht sehr viel.
da fällt mir aber kein Zacken aus der Krone, auch wenn ich natürlich lieber den Hero spiele. Ich habe den Eindruck, dass die Gefühlsebene nicht augenscheinlich angesprochen. Also mich hätte mal interessiert, was löst das bei der auf der Gefühlsebene aus? Was war deine Überlegung dazu? Und was hat keine Intuition oder kein Impuls? Ich glaube, dass die Frage nichts gebracht hätte. Also ich glaube, das, was ich habe erfahren können, habe ich in ihrem Gesicht gesehen. Und das würde ich beschreiben mit einerseits ein bisschen desorientiert, weil sie selbst nicht recht weiß, andererseits das Gefühl, ich habe aber ein Anliegen, was kann man denn damit machen? Und dann auch erfreut darüber, wie sehr ich mich um sie bemühe und von manchen Anregungen angeregt. Ich weiß nicht, was da besser gewesen wäre, wenn ich sie ausdrücklich gefragt hätte. Kann natürlich sein, dass ich mich irre, aber ich hatte nicht das Gefühl, also ich war da relativ sicher in meiner Einschätzung. Und dann ist nicht immer gut, über Gefühle zu reden. Das macht es manchmal eher schlechter als besser. Ich habe einen Hinweis auf die Uhr gekriegt. Wenn noch Fragen nachkommen oder Träume zum Thema oder was immer, wir sehen uns ja morgen früh um 8:30 Uhr. Vielen Dank für eure große Geduld heute.